Interfraktionell ist vereinbart worden, den Entwurf eines Gesetzes zum zweiten IT-Änderungsstaatsvertrages auf Drucksache 11.851 zusätzlich dem Ausschuss für Digitales zur Mitberatung zu überweisen. Ich sehe dazu keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Für die heutige Aussprache haben wir eine Redezeit von insgesamt 4 Stunden und 30 Minuten vereinbart. Wir setzen die Haushaltsberatung jetzt fort und kommen zu dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz sowie zum Bundesverfassungsgericht. Und das Wort hat zuerst für die Bundesregierung der Bundesminister der Justiz, Dr. Marco Buschmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Wir bereiten uns auf das kommende Jahr 2025 mit diesem Etatentwurf vor. Wir befinden uns aber noch im Jahr 2024, das Jahr des 75. Geburtstags unseres Grundgesetzes ist. Und ich freue mich, dass die Opposition diese Tatsache mit einem Lächeln entgegennimmt, weil ich glaube, auf diese 75 Jahre kann man stolz sein, meine sehr geehrten Damen. Ich bin im Laufe dieses Jahres in sehr vielen Bürgerveranstaltungen gewesen und da ist, wie auch hier im Haus, ja mit Händen zu greifen, dass es eine große Nervosität gibt. Wegen der vielen Herausforderungen, die gleichzeitig auf diese Ordnung des Grundgesetzes im Moment einprasseln. Und was ich erlebt habe, ist aber, wenn man mit den Bürgerinnen und Bürgern über diese 75 Jahre spricht, die ja keine Geschichte einer Schönwetterverfassung waren, die eine Geschichte voller Herausforderungen, voller Krisen war, Energiekrisen, Migrationskrisen, Sicherheitskrisen, Krisen mit Terrorismus, die aber immer eine Geschichte war, die gezeigt hat, dass die Ordnung des Grundgesetzes, die liberale Demokratie alle Elemente besitzt, um diese Krisen erfolgreich zu bestehen. Und wenn man mit den Bürgerinnen und Bürgern darüber spricht, wenn wir es in 75 Jahren immer wieder geschafft haben, jede Herausforderung zu bestehen, dann entsteht auch die Zuversicht, dass wir diese Erfolgsgeschichte beliebig lange fortschreiben können, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wir reden hier heute über Geld, zu Recht. Und das Geld ist wichtig, da will ich keinen Abbruch tun, nicht, dass Sie auf falsche Gedanken kommen. Aber noch wichtiger als Geld, das noch wichtigere Kapital in unserer liberalen Demokratie ist, dass seriöse Demokraten immer wieder zum Ausdruck bringen, dass es keine Herausforderung auf der Welt gibt, die wir mit der Ordnung des Grundgesetzes nicht erfolgreich schaffen können. Und ich glaube, das ist das wichtigste Kapital, um das es geht in dieser Zeit. Herr Brandner, Sie zeigen immer wieder, dass es Ihnen nie ums Land geht, sondern nur um Ihren kleinen parteitaktischen Vorteil. Das unterscheidet Sie von seriösen Demokraten. Ich betone dies deshalb, weil wir immer wieder zeigen, auch in der Gegenwart, dass wir die Kraft haben, Herausforderungen auch jenseits der Grenzen von Mehrheit und Minderheit zu schultern. Ich will daran erinnern, dass wir einen breiten Konsens unter seriösen Demokraten hergestellt haben, um die Regelung über das Bundesverfassungsgericht in unserer Verfassung auszuweiten, das Bundesverfassungsgericht zu stärken und damit auch zum Ausdruck zu bringen, dass dieses Experiment, das es vor 75 Jahren war, ein erfolgreiches Experiment war und deshalb die Regeln, die vorher einfach gesetzlich geregelt waren, jetzt in die Verfassung gehören. Und ich sage das deshalb, weil die Plenarsitzung des Bundesverfassungsgerichts gestern veröffentlicht wurde, in dem das Gericht zum Ergebnis kam, dass diese Lösung, die seriöse Demokraten jenseits der Grenze von Mehrheit und Minderheit gemeinsam gefunden haben, tauglich sind, gut sind. Und ich verstehe das als Auftrag, das umzusetzen. Und ich freue mich deshalb auf die Zukunft, weil in naher Zukunft wir mit der Umsetzung dieses wichtigen Projekts beginnen werden, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Das zeigt übrigens, dass wir diese Methode auch bei anderen großen Herausforderungen nutzen sollen. Ich will deshalb hier auch noch mal sagen, ich bin bereit, mich in jedes Format zu setzen, jenseits der Grenze von Mehrheit und Minderheit über jeden Vorschlag zu diskutieren, der im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung darstellbar ist. Nur eins will ich sagen, diese Grenze muss gelten. Das Erfolgsmodell unseres Verfassungsstaates ist, dass wir die Menschenwürde, die Grundrechte, das Rechtsstaatsprinzip und auch die Unabhängigkeit und Autorität unserer Gerichte achten. Wir dürfen nicht den Weg des Likud gehen, der Kampagne gegen Gerichte macht und den Rechtsstaat als Problem statt als Lösung darstellt. Auch dafür stehe ich als Bundesminister der Justiz. Ich will aber noch rasch ein paar politische Schwerpunkte nennen, die mir wichtig sind, auch fürs kommende Jahr. Wir müssen eine Trendwende bei der Verbürokratisierung unseres Landes hinbekommen. Das ist eine ökonomische Herausforderung, weil die Bürokratisierung mittlerweile so stark ist, dass sie eine neue Form der Besteuerung darstellt. Sie besteuert nicht in Geld, sie besteuert in Brainpower, sie besteuert in Aufmerksamkeit und in Kreativität, die in einer Volkswirtschaft des Fachkräftemangels darauf konzentriert werden müssen, wie die Geschäftsmodelle besser digitalisiert werden, wie man KI einsetzt, wie man neues Personal in Zeiten des Fachkräftemangels findet. Und deshalb bin ich stolz darauf, dass wir in der nächsten Sitzungswoche im Deutschen Bundestag mit dem BEG 4 das Meseberger Entbürokratisierungsprogramm der Vollendung zuführen. Mehr als 3,5 Milliarden Euro Erfüllungsaufwand weniger pro Jahr. Das ist ein guter Einstieg. Es wird folgen der Gebäudetyp E, weitere 2 Milliarden Erfüllungsaufwand weniger. Und wir haben den Einstieg geschafft. Und es wäre gut, wenn die Europäische Kommission uns auch helfen würden, weil fast 60% und einige sagen noch mehr des Erfüllungsaufwandes in Deutschland nicht hier in Berlin gemacht werden, sondern aus Brüssel kommen, meine sehr geehrten Damen. Ich will einen letzten Gedanken nennen, nämlich, dass wir, wenn wir das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zurückgewinnen wollen, auch eine gut ausgestattete Justiz brauchen. Das heißt aber vor allen Dingen eine digitale Justiz. Und wir haben ein Programm aufgelegt, das am Anfang sehr umstritten war. Die Digitalisierungsinitiative. Da gab es über Monate öffentlichen Streit, was denn das solle. Mittlerweile erkennen alle an, dass das ein Erfolgsmodell ist. Wir haben einen Geist der Kooperation zwischen Bund und Ländern, wie es ihn bei der Digitalisierung der Justiz so noch nie gegeben hat. Das ist auch parteiübergreifend anerkannt. Und wir haben es in kürzester Zeit geschafft, drei Viertel des projektierten Volumens mit so konkreten Projekten zu unterlegen, dass bereits 150 Millionen Euro der Gesamtsumme von 200 Millionen durch den Haushaltsausschuss freigegeben worden sind. Noch nie gab es ein Investitionsprojekt, das in so kurzer Zeit so schnell in so konkrete Projekte überführt würde. Ich glaube, das ist ein Tempo, das wir uns insgesamt bei der Modernisierung des Staates vornehmen sollten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Deshalb hoffe ich auf wohlwollende Etatberatung. Ich danke Ihnen. Marco Buschmann war das, Bundesjustizminister, und er hat hier die Debatte über den Etat zu seinem Haus eröffnet. Justiz und Bundesverfassungsgericht, das haben wir heute ja schon mal thematisiert. Günter Krings ist der erste Redner aus der Opposition, aus der CDU-CSU-Fraktion, und da ist er rechtspolitischer Sprecher. Meine Minister, meine Damen und Herren Staatssekretäre, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wir freuen uns über 75 Jahre Grundgesetz. Wir würden uns aber noch mehr als Unionsfraktion darüber freuen, wenn Sie dieses Grundgesetz auch gerade in diesem Jubiläumsjahr auch noch konsequenter einhalten würden als Bundesregierung. Am letzten Tag der Haushaltsdebatte ist klar, dieser Haushaltsentwurf offenbart auch in der Rechtspolitik die ganze Rat- und Lustlosigkeit dieser Regierung. Und dieses Dokument schafft es ja nicht mal, was normalerweise erste Voraussetzung wäre, einen Koalitionsstreit ums Geld zu beenden. Er markiert eher die Pause zwischen zwei Runden im letzten Boxkampf dieser Übergangsregierung. Das Elend Ihrer Rechtspolitik ist, Sie erfinden Probleme, wo keine sind, und Sie ignorieren Handlungsfelder, wenn sie nicht zu Ihrem vorgefertigten Weltbild passen. Auch in der Rechtspolitik regieren Sie über die Köpfe der Menschen hinweg und an ihren Bedürfnissen vorbei. Sie bauen Bürokratie auf und die Sicherheit ab, und Sie wollen die Gesellschaft umbauen. Beginnen wir mal mit Bürokratie und Regulierung.
ob der Justizminister, wie er selbst jüngst ja beschrieben hat, die Zuständigkeit dafür so bei einer Art Schrottwichteln des Kabinetts ergattert hat, das interessiert die Bürger vielleicht nicht so sehr. Aber sie leiden am Ergebnis ihrer Arbeit. Und das wirkt sich nicht im Bundeshaushalt aus, aber umso schlimmer in den Bilanzen der deutschen Wirtschaft. Diese Regierung verabschiedet sich mit einem dreifachen Negativrekord. Unter ihrer Regierung wurde erstens die Rekordzahl von 96.000 Einzelnormen erreicht. Sie haben zweitens die einmaligen Kosten für Bürger, Wirtschaft, Verwaltung durch neue Regeln innerhalb eines Jahres auf das Achtfache gesteigert. Und die laufenden Kosten durch neue Regelungen sind drittens auf 27 Milliarden Euro gestiegen. Aber ja, Sie haben es nach 2,5 Jahren Amtszeit geschafft, Ihr erstes mageres Bürokratieentlastungsgesetz vorzulegen. Und nicht mal das haben Sie bisher durch den Bundestag gebracht. Bürger und Unternehmer verzweifeln an Bürokratie und Regulierungseifer dieser Ampel. Noch eifriger sind Sie beim gesellschaftspolitischen Umbau unseres Landes. Höchste rechtspolitische Priorität hatte für den Justizminister, wir erinnern uns, Werbung für Abtreibungen zu ermöglichen. Und beim Abbruch des Lebensschutzes für ungeborene Kinder wollen Teile der Ampel mit der Abschaffung des § 218, offenbar auch Sie, jetzt noch weitergehen. Der Schutz des Lebens an seinem Anfang ist für diese Ampel offenbar nur noch ein Störfaktor. Für uns bleibt der Ausdruck des Menschenbilds unseres Grundgesetzes. In Ihrem sogenannten Selbstbestimmungsgesetz hängen Sie der absurden Vorstellung einer Rechtsordnung an, in der an das Geschlecht zwar nach wie vor rechtliche Folgen geknüpft sind, es aber als reine Privatangelegenheit nahezu voraussetzungslos und im Jahresrhythmus gewechselt werden kann. Mit den von Ihnen dadurch geschaffenen Problemen lassen Sie die Menschen im Sport und in vielen anderen Stellen einfach allein. Kommen wir zur Sicherheit. Nur weil die Ampel sich unbedingt offenbar ihren Hippie-Traum von der Cannabis-Freigabe erfüllen wollte, müssen weite Teile unserer Justiz in diesen Wochen ihre eigentliche Arbeit für unsere Sicherheit liegen lassen und stattdessen 280.000 alte Cannabis-Strafverfahren wieder neu aufrollen. Aber die Wahrheit ist, alle diese Menschen wurden seinerzeit nach Recht und Gesetz verurteilt. Unsere Richter und Staatsanwälte haben es nicht verdient, dass die Ampel heute so tut, als hätten sie seinerzeit an Unrechtsurteilen mitgewirkt. Damit beschädigen sie Vertrauen in den Rechtsstaat. Und dieses Vertrauen war noch nie so kostbar wie heute. Auch im Übrigen ist die Cannabis-Freigabe eine einzige Katastrophe. Die Regeln sind praktisch unkontrollierbar. Statt der versprochenen Entlastung, mehr Belastung der Polizei, freuen können sich Schwarzmarkt und organisierte Kriminalität. Sie wollen den Einsatz von verdeckten Ermittlern und Vertrauenspersonen erschweren und damit Sicherheit auch hier abbauen. Diese V-Leute und Ermittler sind aber oftmals das einzige wirksame Instrument, gegen internationale Täterstrukturen auch vorzugehen. Die deutschen Generalstaatsanwälte haben exakt 3 Worte für ihren Gesetzesvorschlag: überflüssig, praxisfern, ermittlungshindernd. Deshalb hören Sie auf die Justiz, enttäuschen Sie lieber die Schwerkriminellen und Extremisten, stampfen Sie diesen Gesetzentwurf endlich ein. Dass Sie sich seit Jahren weigern, den europäischen Handlungsraum zur Speicherung von IP-Adressen zu nutzen, um Kinder in Deutschland vor sexuellem Missbrauch, ja, und uns alle vor Terroranschlägen zu schützen, das markiert nun wirklich den makabren Tiefpunkt Ihrer Politik. Die IP-Adressen des Computers ist in tausenden von Fällen der einzige Ermittlungsansatz, um solche Taten zu verhindern und mindestens schnell aufzuklären. Das geht aber nur, wenn diese Adresse auch ein paar Monate gespeichert wird und eben nicht, wenn sie erst bestellt wird, wenn sie längst nicht mehr vorhanden ist. Die FAZ hat es schon im Juli auf den Punkt gebracht, wenn es um den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt geht, so das Zitat, lässt sich die Ampelkoalition von niemandem übertreffen beim Nichtstun. Sie sind eine Koalition des Nichtstun, wenn es um Sicherheit geht. Die FAZ fasst zusammen, bei Ihnen geht Täterschutz vor Opferschutz. Damit müssen Sie leben, das ist der Befund. So versündigt die Ampel sich an unseren Kindern und an der Sicherheit von uns allen. Es ist klar, dass diese Tatsachen Ihnen schwerfallen zuzuhören, aber es ist die reine Wahrheit Ihrer Politik.
Als Unionsfraktion haben wir nicht nur zur IP-Speicherung mehrere eigene Anträge vorgelegt, sondern wir haben vor wenigen Wochen bereits einen abstimmungsreichen Gesetzentwurf eingebracht zur strengen Bestrafung von häuslicher Gewalt und Messeattacken. Die Ignoranz, mit der Sie unseren Vorschlag behandeln, das kennen wir ja schon. Es bleibt aber eine Schande, dass Sie trotz der dramatischen Verbrechenentwicklung, allenfalls symbolisch, aber eben keine wirklich wirksamen Maßnahmen ergreifen wollen. Ihnen fallen vor allem Verschärfungen beim Waffenrecht ein, die alle Bürger betreffen. Wir wollen gezielt gegen die Messertäter vorgehen und sie härter bestrafen. Was soll Ihr diffuses Mitgefühl mit dieser Tätergruppe, meine Damen und Herren? Meine sehr verehrten Damen und Herren, für Ihre noch verbliebenen Projekte zum Abbau der öffentlichen Sicherheit oder zum gesellschaftlichen Umbau mögen Sie hier im Parlament noch die notwendige Mehrheit besitzen. Aber wenn die Ampelparteien zusammen bei 2 Landtagswahlen jüngst nur noch jedes 10. Abgeordnetenmandat erringen, dann haben Sie in Wahrheit jegliche Legitimation für Ihre Politik auch in Berlin verloren. Und genauso sieht das übrigens auch Ihr Bundestagsvizepräsident Kubicki, und er ergänzt, ich zitiere, die Menschen haben den Eindruck, diese Koalition schadet dem Land. Ich sage Ihnen, die Menschen wollen Ihre Politik nicht, weil sie einfach falsch ist. Bringen Sie also Ihr gescheitertes Koalitionsprojekt bitte zu Ende, ohne dass Sie den Schaden, den Sie diesem Land bei der inneren Sicherheit, bei der Rechtsordnung insgesamt, auch beim gesellschaftlichen Zusammenhalt angetan haben, noch weiter vertiefen. Stoppen Sie die falschen Projekte. Tun Sie endlich das Notwendige. Vielen Dank. Die Koalition und das Bundesjustizministerium setzen nicht nur falsche Schwerpunkte, sagt Günther Krings aus der Unionsfraktion, sondern sie schadet auch dem Land. Da gibt es jetzt Widerspruch, gehe ich davon aus, von Esther Dilcher aus der SPD-Fraktion. Sie ist unter anderem hier im Ausschuss für die Wahl der Richter der obersten Gerichtshöfe des Bundes. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister Buschmann, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf den Tribünen. Ich saß eben noch da heute Morgen um 9 Uhr und habe gewartet und habe gedacht, das wird jetzt ruhig, geht ruhig an. Herr Krings, also Sie haben es geschafft, mein Puls ist bestimmt jetzt auf 180. Am 7. September 1949 fand die konstituierende Sitzung des ersten Deutschen Bundestags in der Turnhalle der ehemaligen Pädagogischen Akademie in Bonn statt. Den Jahrestag haben wir auch am Dienstag im Rahmen einer Feierstunde gewürdigt. Wir feiern 75 Jahre Grundgesetz, und das steht auch im Briefkopf des Bundesministeriums der Justiz, dessen Einzelplan wir heute in der ersten Lesung debattieren. Am 23. Mai wurde das Grundgesetz in Bonn verkündet. Artikel 1 bis 19 sind die sogenannten Grundrechte, und sie regeln die grundlegenden Rechte von einzelnen Personen gegenüber dem Staat. Und unser Rechtsstaat funktioniert, auch wenn den Menschen von Demokratiegegnern gern etwas anderes erzählt wird. Und warum erwähne ich das im Rahmen der Haushaltsberatungen? Ich erwähne das, weil sowohl in der Finanzdebatte als auch in der Generaldebatte sowie in fast allen anderen Einzelplanberatungen die Opposition immer wieder auf die Themen Migration und Asylrecht hingelenkt hat. Artikel 20 regelt verfassungsrechtliche Grundprinzipien: Demokratie, Bundesstaat, Gewaltenteilung und Rechtsstaat. Und von besonderer Bedeutung für die Demokratie ist das Recht auf die verfassungsgemäße Bildung und effektive Ausübung der Opposition. Und das haben wir live diese Woche erlebt. Dabei war die Debatte um Migration und Asylrecht leider oft weit entfernt von verfassungsgemäßen Vorschlägen. Ob das effektive Oppositionspolitik ist, das stelle ich in Frage. Im Rahmen der Meinungsfreiheit nach Artikel 5 müssen wir auch hinnehmen, dass aus der AfD bei den Beratungen zum Einzelplan 25 Wohnen, Stadtentwicklung, Bauen gefordert wurde, das Bauministerium aufzulösen und dafür ein Remigrationsministerium einzurichten. Für diese Äußerung habe ich mich persönlich fremdgeschämt.
Das Recht auf Meinungsfreiheit umfasst aber nicht den Anspruch, dass andere diese Meinungen unwidersprochen hinnehmen müssen. Und das tun wir auch nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir berufen uns nämlich auf das Grundgesetz und insbesondere auf Artikel 16a, in dem es heißt, politisch Verfolgte genießen Asyl. Und wie viele Menschen in Deutschland und auch hier im Bundestag haben einen Migrationshintergrund und wären von einer Rückführung, Ausweisung oder einer Migration betroffen. 1955 wurde das erste Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik und Italien unterzeichnet und ermöglichte es, Arbeitskräfte aus Italien legal zu beschäftigen. Fast 4 Millionen Italiener kamen seitdem nach Deutschland. Hunderttausende blieben. Es folgten Abkommen mit Spanien und Griechenland, mit der Türkei, Marokko, Portugal, Tunesien und Jugoslawien. Rund ein Viertel der Menschen in Deutschland hat heute einen Migrationshintergrund. Und sie haben auch oft die deutsche Staatsangehörigkeit. Sollen die alle wieder ausreisen? 1993 wurde das Grundrecht auf Asyl eingeführt. 3,3 Millionen Geflüchtete leben derzeit in Deutschland. Auch die CDU, CSU und das BSW macht die Geflüchteten für steigende Kriminalität und soziale Konflikte in unserem Land verantwortlich. Und weil jetzt gerade die Ampel regiert, wird dieses Problem allein der aktuellen Regierung zugeordnet. Aber verehrte Kolleginnen und Kollegen, weltweit sind 120 Millionen Menschen auf der Flucht. Glauben Sie wirklich, dass wir Migration verhindern können, wenn wir die Errungenschaften unseres Rechtsstaats und das Grundgesetz außer Kraft setzen? Glauben Sie wirklich, dass wir nur die Grenzen schließen müssen und die Herausforderungen in unserem Land wie fehlende bezahlbare Wohnungen, steigende Neben- und Lebenshaltungskosten, zu wenig Kitaplätze, Fachkräftemangel, Kriminalität und so weiter werden damit gelöst? Das ist doch Augenwischerei, also ganz ehrlich. Irgendwann werden Sie nämlich den Wählerinnen und Wählern auch erklären müssen, dass Ihre Vorschläge so ja gar nicht gemeint waren. Migranten ausweisen löst nämlich diese sozialen Aufgaben nicht. Wir müssen deshalb auch weiter unseren Rechtsstaat stärken. Und insgesamt steigt daher der Einzelplan 07 leicht auf über 1 Milliarde Euro. Beim Bundesamt für Justiz und beim Deutschen Patent- und Markenamt werden die Einnahmen durch Gebührenerhöhung um 30 Millionen bzw. beim Markenamt um 20 Millionen aufgestockt. Und 70% aus diesem Haushalt, von dieser 1 Milliarde der Ausgaben, entfallen allein auf Personalkosten. Und zu den Personalkosten im Ministerium gehören der Bundesgerichtshof, der Generalbundesanwalt, das Bundesverwaltungsgericht, der Bundesfinanzhof, das Bundespatentgericht, das Bundesamt für Justiz und das Deutsche Patent- und Markenamt. Für Hate Aid sind 600.000 Euro und für das Anne-Frank-Zentrum 625.000 Euro im Regierungsentwurf bereits ausgewiesen, sodass wir im parlamentarischen Verfahren diesmal nicht intervenieren müssen. Und ich denke, meine Kollegen und Kolleginnen werden dazu im Einzelnen auch noch näher ausführen. Die Stiftung Forum Recht, eine parlamentarische Stiftung, bekommt 3,5 Millionen Euro bei der Planung von derzeit 25 Stellen. Und wir stehen weiter zu diesem Parlamentsprojekt, was den Menschen in der Bundesrepublik den Rechtsstaat näher bringen soll. Kreative Projekte mit den jungen Verfassungsgesprächen und Schulbesuche sprechen genau die Menschen an, die offen sind für Fragen rund um den Rechtsstaat. Wir erwarten jetzt aber eine zügige Entscheidung im Hinblick auf die Bauprojekte in Karlsruhe und Leipzig durch das BMF. Und ich bitte Herrn Minister Lindner, auf den Weg mitzugeben, meinen Hinweis, dass diese Errichtung der Stiftung eine politische Entscheidung des Parlaments war und ist und es nicht dem Finanzministerium obliegt, diese Entscheidung in Frage zu stellen. Letztendlich sollte uns das Ministerium sagen, ob es das Geld dafür zur Verfügung stellt oder nicht. Das Land Sachsen, die Stadt Leipzig und die Universität warten nämlich dringend auf unsere Entscheidung, weil dort ein Gemeinschaftsprojekt, ein Gemeinschaftsbau entstehen soll. Und deswegen muss das im Ministerium geklärt werden, wo es jetzt schon seit längerer Zeit liegt und Raumbedarf ausgerechnet wird und die Angemessenheit der Stellen. Das geht das Ministerium mit Verlaub gesagt nichts an, weil es eine politische Entscheidung ist. Sie können sagen, ja, das Geld gibt es oder das Geld gibt es nicht. Ich bin sehr gespannt auf die parlamentarischen Beratungen des Bundeshaushalts und die begleitenden Entscheidungen.
Und um zum Anfang zurückzukehren, mein Puls hat sich jetzt etwas gesenkt, aber ich muss mich doch ganz heftig dagegen verwehren, dass das Justizministerium im Rahmen eines Schrottwichtelns an einen einzelnen Minister fällt. Das hat mit meinem Rechtsstaatsverständnis und auch sicherlich nicht mit dem Rechtsstaatsverständnis der Union auch nur in irgendeiner Weise etwas zu tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Esther Dilcher aus der SPD-Fraktion in der Debatte über den Etat des Bundesjustizministers. Und man könnte fast sagen, es ist nicht Haushaltswoche, meine Damen und Herren, sondern es ist Asyl- und Migrationswoche. So häufig ist dieses Thema vorgekommen in den verschiedenen Debatten. Teilweise natürlich logischerweise, wenn es um ein Sicherheitspaket geht. Aber nun taucht es eben auch hier in dieser Debatte über den Etat des Justizministers auf. Michael Espendiller aus der AfD. Mal gucken, ob der da einen Bogen drum macht. Ich glaube es fast nicht. Egal, wie viel Sie lachen. Aber was macht diese Bundesregierung? Dumme politische Elfenbeinturmspielchen, um sich bis zur Brandenburg-Wahl zu retten. Und was macht die Union? Dumme politische Spielchen, um irgendein Wüst, Merz oder Söder zum Kanzlerposten zu verhelfen. Und beim BSW gilt der Werbespruch, Reide heißt jetzt Trix, sonst ändert sich nichts. Und genau das ist das Problem. Alles wird immer schlimmer und die Politik reagiert einfach nicht. Es vergeht kein einziger Tag, an dem es keine Meldung über einen Messerangriff oder einen Messermord gibt. Und obwohl in Deutschland mittlerweile auch der Letzte kapiert hat, was für eine Tätergruppe gemeint ist, wenn es dann in der Presse heißt, dass ein Mann tatverdächtigt ist, werden die Probleme immer noch nicht beim Namen genannt. Nein, die Bundesregierung arbeitet lieber an Pseudomaßnahmen und debattiert ausführlich über Messerverbote und Klingenlängen. Der Islamische Staat, der den Anschlag in Solingen für sich reklamiert hat, hat sich darüber schon belustigt und seinen Anhängern empfohlen, sie könnten ja auch Hämmer verwenden. Und er hat über unsere schwache Regierung außerdem geschrieben, ich zitiere, es scheint so, als hätten sie die Hoffnung aufgegeben, die Angriffe verhindern zu können und sich daher entschieden, sich auf deren Regulierung zu beschränken. Zitat Ende. Ja, so ist die Politik der Ampel. Probleme verwalten, nicht lösen. Und dabei werden im Handstreich Millionen Deutsche mal eben nebenbei kriminalisiert. Wer demnächst ein Messer mit zum Kuchenbasar bringt, verstößt dann schon gegen das Waffengesetz. Im Vorbeigehen wird dann auch noch die Tür aufgemacht, um praktisch jeden Legalwaffenbesitzer im vereinfachsten Verfahren seine Waffe abzunehmen. Wer sich jetzt denkt, naja, das braucht mich ja nicht interessieren, ich bin ja ein rechtstreuer Bürger, den will ich fragen, sind Sie sich da ganz sicher? Oder aber Sie haben vielleicht beim Stammtisch schon mal was Kritisches zur Migrationspolitik der Regierung gesagt oder gar in den sozialen Medien. Dann könnte es sein, dass Sie demnächst wegen Delegitimierung des Staates eine Akte beim Verfassungsschutz bekommen, so wie es Hans-Georg Maaßen ergangen ist, dem ehemaligen Chef des Bundesverfassungsamtes. Es geht mittlerweile aber auch viel harmloser. Haben Sie schon mal online anzügliche Witze über das Gewicht von Ricarda Lang gemacht? Ich weiß, das ist alles andere als höflich, aber in Deutschland ist das mittlerweile ein Fall für das Bundeskriminalamt. Kein Scherz. Tja, und schon ist sie dahin, ihre waffenrechtliche Zuverlässigkeit. Weggenommen von einer Regierung, deren Justizminister sich noch vor kurzem erdreistet hat, sich allen Ernstes und ohne Ironie als Verfassungsminister zu bezeichnen. Während sich also Herr Buschmann den lieben langen Tag selbst beweihräuchert, gibt es in Deutschland 146.000 offene Haftbefehle und es laufen 821 Killer hier frei herum, zu lesen gestern in der Bild. Es gibt in Deutschland immer mehr Femizide, das heißt, Frauen werden getötet, weil sie Frauen sind. Und das auch sehr oft mit Messern. Und auch sehr oft von dieser bestimmten Tätergruppe, von der ich vorhin sprach. Und das hat natürlich alles rein gar nichts mit Ehrenmorden zu tun oder weil die Frauen zu westlich lebten. Gleichzeitig verschenken wir durch neue Gesetze der Ampel mittlerweile die Staatsbürgerschaft wie Bonbons. Und wem das wiederum zu kompliziert ist, der darf sich im Auswärtigen Amt von Annalena Baerbock mittlerweile über eine Befreiung von der Visumspflicht freuen. Oder er lässt sich von Politikern der CDU oder SPD einfach nach NRW schleusen, gegen ein gewisses Entgelt, versteht sich. Sollte es Ihnen angesichts dieser Zustände mittlerweile zu gefährlich geworden sein auf deutschen Straßen, hat die Berliner Polizei auch noch einen Tipp für Sie. Wenn Sie mit einem Messer angegriffen werden, dann sollten Sie singen. Auch das kein Scherz. Ja, richtig gehört. Singen. Ich würde hierfür Gigi D'Agostinos L'amour toujours empfehlen. In diesem Sinne, düb, 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 und danke für die Aufmerksamkeit.
Zu manchen Reden sagt man besser nichts. Bruno Höhnel ist der nächste Redner aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Er ist Mitglied im Haushaltsausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, meine Rede heute erstmal mit einem Lob an das Justizministerium, an den, da sitzt der Justizminister, beginnen zu können für diesen soliden Regierungsentwurf, gerade auch in Zeiten knapper Haushalte. Sogar das jährliche Ringen um die Förderung von Hate Age können wir uns in diesem Jahr sparen. Endlich enthält bereits der Regierungsentwurf die Projektförderung, die wir in den letzten Jahren immer wieder im parlamentarischen Verfahren erkämpfen. zurückkämpfen müssen. Und Hate Aid unterstützt eben Betroffene von digitaler Gewalt. In Zeiten von Deepfakes, Cyberstalking oder Mobbing im Netz ist diese Arbeit wichtiger denn je. Es ist gut, dass solche Organisationen bei uns in Deutschland eine wichtige Arbeit leisten. Sie daran arbeiten, dass das Internet eben kein rechtsfreier Raum wird. Und es ist richtig, dass sie sich im Haushaltsentwurf wiederfinden, dass die Unterstützung des Justizministers verlässlich bleibt. Aber auch europäische und deutsche Behörden müssen ihre Arbeit machen und den Digital Services Act konsequent durchsetzen. Wir werden auch künftig unsere Sicherheitsbehörden für die konsequente Ermittlung und Verfolgung der Urheber digitaler Gewalt noch besser ausstatten müssen. Da geht es auch um digitale Resilienz, also dass wir widerstandsfähig sind gegenüber Bedrohungen wie Cyberangriffe oder eben auch illegale Wahlbeeinflussung. Das alles ist nicht neu. Russland nutzt seit Jahren verschiedenste Methoden des Informationskampagnen, Fake News, Trollarmeen im Netz, die gezielt polarisieren und aufwiegeln. All das wird bis ins Parlament getragen. Herr Dr. Espendiller hat den Beweis gerade hier an diesem Pult wieder geliefert. Und all das ist ja Teil einer hybriden Kriegsführung mit dem immer gleichen Ziel: unsere Demokratie zu untergraben, die Gesellschaft zu spalten, um die eigenen geopolitischen Interessen durchsetzen zu können. Wir brauchen also mehr Widerstandsfähigkeit und unsere Justiz spielt dabei eine hervorgehobene Rolle. Dazu muss sie verlässlich finanziert werden. Das leistet dieser Haushaltsentwurf mit einem stabilen Volumen von über 1 Milliarde Euro. Und die Justiz, sie muss eben auch digital sein. Und genau da ist der Knackpunkt, denn in diesem Bereich wurde in der Ära Merkel sehr viel verschlafen. Da ist leider sehr viel liegen geblieben. Erfreulicherweise haben wir in der bisherigen Zeit der Ampelkoalition mit der Digitalisierungsinitiative einiges aufholen können. Und vor allem hat der Justizminister und sein Ministerium mit freundlicher Hilfe des Haushaltsausschusses gezeigt, wie wir Synergien aus einer guten, gelingenden Bund-Länder-Arbeit, Zusammenarbeit schaffen können. Mit der neuesten Mittelfreigabe zum Beispiel soll das digitale Führungszeugnis auf den Weg gebracht werden. Und in der Digitalisierungsinitiative gibt es unzählige solcher konkreten Projekte, die den Zugang für BürgerInnen zu Justiz zeitgerecht, nutzerfreundlicher und sicher gestalten. Ich glaube, wir können mit Fug und Recht behaupten, dass uns da wirklich ein Erfolg gelungen ist, gemeinsam in dieser Koalition. Liebe Kolleginnen, der Justizminister hat es auch in früheren Debatten zum Justizetat immer wieder gesagt, wir müssen auch das Recht modernisieren, es auf die Höhe der Zeit bringen. Das hat die Koalition unter vielem anderen auch mit der Abschaffung des § 219a StGB vor 2 Jahren getan. Wir Grüne glauben, dass wir noch einen Schritt weitergehen und auch den Schwangerschaftsabbruch nach § 218 StGB entkriminalisieren sollten. Zu diesem Ergebnis kommt auch die von der Bundesregierung einberufene unabhängige ExpertInnenkommission und empfiehlt einstimmig, Schwangerschaftsabbrüche in den ersten 3 Monaten zu legalisieren, außerhalb des Strafgesetzbuches zu regeln. Und das halten wir Grüne für richtig. Ich verstehe aber auch, und das möchte ich ganz, ganz ausdrücklich in Richtung der Union sagen, ich verstehe Ihre ablehnende Haltung dazu. Ich verstehe diese ablehnende Haltung wegen Ihrer christlichen Prägung. Und ich respektiere diese ablehnende Haltung. Aber Herr Krings, ich würde mir auch von Ihnen wünschen, gerade bei so einer polarisierten, emotional aufgeladenen Debatte, dass Sie in der Sprache mal wieder etwas abrüsten, Herr Krings. Ich glaube, das würde unserer Debattenkultur wirklich zuträglich sein. Und deswegen möchte ich daran erinnern, dass der Paragraph 218 eben nicht zu weniger Abtreibungen führt. Er führt lediglich dazu, dass die Versorgungsqualität der Frauen leidet. Das wollen wir ändern.
und eben auch das Selbstbestimmungsrecht von Frauen stärken. Wir setzen uns daher dafür ein, die Empfehlung der ExpertInnenkommission vernünftig, sicher und vor allem zum Wohl aller ungewollt Schwangeren umzusetzen. Herzlichen Dank. Bruno Hönel, unter anderem mit einem Appell in Richtung Günter Krings, sprachlich ein wenig abzurüsten in der Debatte oder in den Debatten insgesamt. Der nächste Redner kommt auch aus der Unionsfraktion wie Günter Krings. Das ist Carsten Müller und er ist Mitglied im Rechtsausschuss. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist schon eine besondere rechtspolitische Haushaltsdebatte im 75. Jahr des Bestehens des Grundgesetzes und auch die Ampel feiert ein kleines Jubiläum, das soll nicht unerwähnt bleiben. Innerhalb von 1,5 Jahren 3 schwere Klatschen vor dem Bundesverfassungsgericht hat es bisher auch noch nicht gegeben, meine Damen und Herren. Und wir wollen die Debatte kurz in den aktuellen Zeitrahmen einordnen. Es hat ja ewig lange gedauert, bis sich die Koalition auf einen Haushaltsentwurf hat einigen können. Und wie ist die Lage im Lande? Die Lage im Lande ist so, dass die Mehrzahl der Menschen die Tage, bis diese Regierung aus dem Amt scheidet, runterzählt. Und das hat es in dieser Republik auch noch nicht gegeben. Und seien Sie doch ehrlich wenigstens zu sich selber. Auch Sie zählen die Tage herunter. Und es ist Vertretern der Regierungskoalition selten so gelungen wie dem Kollegen Nuripur, der diese treffende Formulierung Übergangsregierung verwendete. Meine Damen und Herren, das Ganze ist insbesondere rechtspolitisch nicht unproblematisch, weil der gesetzgeberische Stillstand, den wir im Land haben, eben an dem Grundvertrauen in die Handlungsfähigkeit und in die Funktionalität unseres Staates rüttelt. Und ich war zunächst ein bisschen überrascht, war dann allerdings angenehm überrascht, dass auch die Veröffentlichung heute im Bundestag, das wird ja vom Hohen Hause selber herausgegeben, eine sehr treffende Formulierung für ihre Leistung im rechtspolitischen Bereich gefunden hat. Die Überschrift lautete am 23.08. Haushalt 2025, wenig Bewegung im Justizetat. Treffend beschrieben, meine Damen und Herren. Dabei gibt es doch so viel zu tun. Es ist zwar zu begrüßen, dass wir höhere Ausgaben für den Generalbundesanwalt haben und auch der Etat des Bundesgerichtshofes aufgewachsen ist, aber insgesamt ächzt die Justiz in unserem Lande unter einer ganz erheblichen Überlastung. Der Kollege Krings hat Ursachen dafür aufgezählt. Und was ist Ihr Beitrag dazu? Das erste Vorhaben des Koalitionsvertrages, der Pakt für den Rechtsstaat war es, den Sie aufgekündigt und beendet haben. Und meine Damen und Herren, das ist deswegen, ich will es noch mal sagen, so gefährlich, weil Dysfunktionalität unseres Staates, insbesondere im Rechtsbereich, den Populisten und Demokratiefeinden von rechts und links in die Karten spielt. Wir haben es, wie gesagt, mit erheblicher Unterbesetzung in der Justiz zu tun, nicht nur bei Richterinnen und Richtern, Staatsanwälten, sondern auch bei den sonstigen Beschäftigten. Und der Pakt für den Rechtsstaat, Frau Kollegin Dilcher, ist bemerkenswert, dass Sie als Haushaltspolitikerin das überhaupt nicht umrissen haben. Vielleicht ist das auch eine Erklärung Ihres Handelns, dass Sie es einfach nicht verstanden haben. Und Sie lassen die Rechtspflege im Stich. Meine Damen und Herren, wir reden dieser Tage über neue Regelungen im Bereich des Asylrechts, zur Verbesserung auch der Terrorismusbekämpfung, zur Steigerung der inneren Sicherheit. Und Sie vergessen vollständig, dass es ohne eine entsprechende bessere Personalausstattung gar nicht gelingen wird. Und wir als Union sagen Ihnen das und weisen darauf hin. Und meine Damen und Herren, es geht uns so, wie anfangs gesagt, dem überwiegenden Teil der Bevölkerung. Wir arbeiten darauf hin, dass diese Regierung endlich aus dem Amt scheidet. Ich höre jetzt gerade den einen oder anderen etwas übermotivierten Zuruf der FDP. Das ist ja auch bemerkenswert bei Ihnen. Sie sprechen in den Saal rein. Es gibt einen stellvertretenden Parteivorsitzenden, der sagt, diese Koalition hat die Legitimation verloren. Es verhält vollkommen folgenlos, um nicht zu sagen rechtsfolgenlos. Und das ist eben die besondere Verantwortung, die die FDP hat. Sie sind mittlerweile zu schwach, um umzufallen, und das sollte Ihnen insbesondere zu denken geben. Meine Damen und Herren,
Wenn wir heute auf den Zustand der Rechtspolitik schauen, dann will ich das viele Richtige, was mein Freund und Kollege Günther Krings Ihnen erzählt hat, nicht noch mal wiederholen. Aber ich will abheben auf ein Urteil einer Vielzahl unabhängiger Universitätsprofessoren der Jurisprudenz, die Ihnen folgendes Zeugnis ausstellen. Schlechte Gesetzgebung ist mittlerweile zu einem traurigen Erkennungszeichen der Politik der Ampelregierung geworden. Recht hat er. Wir wollen das ändern mit vielen guten Vorschlägen und setzen ein klein wenig Hoffnung doch noch in die anstehenden Haushaltsberatungen. Ihre bisherigen Ausführungen lassen diese Hoffnung allerdings fast auf Null schwinden. Vielen Dank. Carsten Müller aus der Unionsfraktion dabei. Ist doch noch gar nicht Schlussrunde hier zu den Haushaltsberatungen. Erste Lesung des Haushaltsgesetzes 2025. Aber er hat sich doch überwiegend an der Koalition abgearbeitet. Und etwas weniger mit dem Etat für Justiz und Bundesverfassungsgericht. Jetzt schauen wir mal, wie das bei Thorsten Lieb aussieht aus der FDP-Fraktion. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt reden wir mal wieder über das, was hier im Kern ansteht, nämlich über den Einzelplan 07. Und um eines klar festzuhalten, in den vergangenen 2,5 Jahren hat sich diese Regierung auf einen fundamentalen Weg gemacht, das Recht nachhaltig zu modernisieren und nachhaltig zu dokumentieren. Und da ist Dank zu sagen an das Bundesjustizministerium, lieber Marco Buschmann, denn genau auf diesem Weg haben wir uns miteinander gemacht. Um es doch mal klar zu sagen, Rechtspolitik ist viel, viel mehr als das, was bis jetzt schon besprochen worden ist. Rechtspolitik ist ein ganz wesentlicher Bestandteil zusammen mit Haushaltspolitik auch einer guten Standortpolitik. Um ein Land attraktiv zu machen, für Unternehmen frei zu machen, Raum zu schaffen für neue Investitionen, für ein innovationsfreundliches Klima, braucht es eine verantwortungsvolle Rechts- und Haushaltspolitik. Und ich betone das ausdrücklich mit Schuldenbremse, denn eine Schuldenbremse, die klug priorisiert, eine Haushaltspolitik, die die richtigen Prioritäten setzt, schützt die Zukunft und sichert zukünftigen Handlungsspielraum, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und an dieser Stelle sind wir Freien Demokraten glasklar. Als Koalition haben wir, ich habe es gesagt, die Modernisierung des Rechtsstaates an verschiedenen Stellen schon angepackt. Digitalisierungsinitiative der Justiz ist angesprochen. Über 200 Millionen Euro insgesamt für 4 Jahre, auch 50 Millionen Euro für das kommende Jahr sind vorgesehen. Und in der Tat, ich schließe mich gerne da dem Minister an, das ist eine echte Erfolgsgeschichte. Wenn ich daran denke, wie mühselig das am Anfang war, mit den Ländern darüber zu diskutieren, wie wir das gemeinsam nach vorne bringen, ist der Weg, der jetzt gefunden worden ist, in der guten Zusammenarbeit zwischen dem Haushaltsausschuss und dem Ministerium, genau der richtige. Bund und Länder ziehen gemeinsam an einem Strang und sorgen dafür, dass die Mittel für die Digitalisierung der Justiz überall zielgerichtet eingesetzt werden können. Das ist eine gute Nachricht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber in der Tat, es ist mehr als nur Investitionen in die Justiz. Sprechen wir doch noch ein bisschen mehr über Bürokratieabbau. Lieber Herr Kollege Krings, Schrottwichteln, schöner Begriff. Aber ich will doch mal eines sagen. Seien wir doch alle miteinander froh, dass dieses Vorhaben Thema Bürokratieentlastung genau beim Bundesministerium der Justiz gelandet ist, weil endlich es einen ganz neuen Ansatz gibt, um Bürokratie abzubauen. Nämlich jetzt wird endlich geredet mit denjenigen, die von Bürokratie betroffen sind, in einem klugen, großen Verfahren mit den Staatssekretären. Und man fragt nicht mehr nur die Verwaltung, wo ist man denn vielleicht geneigt, Bürokratie abzubauen. Das ist die Erfolgsgeschichte. Also seien Sie froh, dass genau in diesem Ministerium der Bürokratieabbau stattfindet. Und in der Tat, das Bürokratieentlastungsgesetz 4 ist auf der Zielgeraden. Da freue ich mich, dass wir da zeitnah noch mal intensiv weiter drüber sprechen können. Und in der Tat, ja, das ist diese schöne Wortklauberei, die Sie immer machen. Wir als Koalition haben bewusst die Meseberger Beschlüsse auf mehreren Paketen verteilt, damit wir schneller vorankommen, damit wir insgesamt schneller vorankommen. Und Entschuldigung, 3,5 Milliarden Euro sind deutlich mehr als die Milliarde aus dem BEG 3. Also das müssen wir doch hier auch mal festhalten in diesem Raum.
Und in der Tat, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir bleiben dabei nicht stehen. Es gibt 49 Maßnahmen einer Wirtschaftsinitiative. Und ein wichtiges Thema ist auch dort der Bürokratieabbau. Es wird einen Bürokratieabbaufahrt geben, den diese Regierung zeitnah, davon gehe ich jedenfalls aus, auch als Vorschlag vorlegen wird. Bürokratieabbau ist Daueraufgabe. Wirtschaftswachstum zu Nulltarif, das ist das, was wir als Koalition vorhaben. Abschließend nur eine Bemerkung. Ich freue mich sehr, dass in der Tat, es ist angesprochen worden, die Haushaltsprojekte des Parlaments alle fortgesetzt werden können. Auch an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an das Ministerium. Ich freue mich auf eine intensive Haushaltsdebatte. Vielen herzlichen Dank. Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Fabian Jacobi. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir beraten den Einzelplan 19 des Bundeshaushalts. Das ist der Etat des Bundesverfassungsgerichts. Wenn Wahlen etwas änderten, wären sie längst verboten. Kurt Tucholsky hat vieles Lesenswerte geschrieben. Dieser bekannte Satz stammt aber wohl in Wahrheit nicht von ihm. Ich werde im Weiteren auf diesen Satz zurückkommen. Beginnen will ich mit einem anderen Zitat, das dem ersten Kanzler unseres Staates zugeschrieben wird. Otto von Bismarck nämlich soll gesagt haben, die erste Generation schafft Vermögen, die zweite verwaltet Vermögen, die dritte studiert Kunstgeschichte und die vierte verkommt vollends. Das Bundesverfassungsgericht als Institution hat in seiner Anfangszeit ein großes Vermögen erworben in Gestalt des Vertrauens, welches ihm das Volk entgegenbringt. Von diesem Vermögen haben nachfolgende Generationen recht kommod gelebt. In unserer Gegenwart zeigt sich, dass ein Vermögen auch aufgezehrt werden kann, denn das früher erworbene Vertrauen schwindet zusehends. Die Anlässe für diesen Vertrauensverlust muss man nicht lange suchen. Es genügt, sich beispielhaft die Verweigerung von verfassungsgerichtlichem Rechtsschutz während des Corona-Regimes vor Augen zu führen oder den jüngsten Versuch, aus dem Rohmaterial einer abstrakten Staatszielbestimmung zum Umweltschutz die Grundlage einer sehr konkreten Ökodiktatur zu drechseln. Fragt man sich nach den tieferen Gründen für diese beklagenswerte Entwicklung, gerät schnell die Frage in den Blick, wer denn und wie das Verfassungsgericht zuallererst erschafft, das heißt besetzt. Besetzt wird oder ist das Bundesverfassungsgericht von dem Parteienkartell, welches aus CDU, CSU, SPD, FDP und Grünpartei besteht. Nun könnte man meinen, das sei in einer Demokratie ein minderes Problem. Denn um hier eine Veränderung herbeizuführen, müsse ja nur das Volk andere Mehrheiten wählen. Und damit bin ich bei dem Zitat vom Anfang angekommen. Wenn Wahlen etwas änderten, wären sie längst verboten. Ein Satz, dem man als Demokrat sogleich widersprechen muss. Denn träfe er zu, so wären Wahlen und damit jegliches politische Engagement obsolet. Der Satz delegitimiert also die Demokratie an sich. Umso bemerkenswerter ist es, dass sich vor wenigen Wochen hier in Berlin Vertreter der vier Kartellparteien, angeführt vom Herrn Justizminister Buschmann von der FDP, der geneigten Presse präsentierten, um genau diese Delegitimierung anzupreisen. Sie stellten ihren Plan vor, die bestehenden Regeln für das Bundesverfassungsgericht derart abzuändern, dass die Wahlentscheidung des Volkes wirkungslos bleibt. Der Plan sieht vor, dass selbst dann, wenn mehr als ein Drittel des Volkes sich an der Wahlurne von den Parteien des Kartells abwendet, diese dennoch weiterhin die Besetzung des Verfassungsgerichts exklusiv unter sich ausmachen. Um einerseits sich hier in diesem Hause schon peinlich penetrant als exklusive Inhaber demokratischer Gesinnung zu gerieren und zugleich auf offener Bühne Pläne zu machen, die die Wahlentscheidung des Volkes so weit wie möglich wirkungslos machen sollen, das erfordert schon einen sehr speziellen Humor. Sie, meine Damen und Herren, beweisen ihn stets aufs Neue. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Carmen Wegge. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin überzeugt, dass der
der Justizhaushalt einer der wichtigsten, also Sie schreien da jetzt gerade, also für alle, die das jetzt nicht mitbekommen haben, aus der AfD-Fraktion gab es jetzt sehr viele Zwischenrufe, weil ich nur die Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion begrüßt habe. Mit diesen Zwischenrufen machen Sie, glaube ich, für sich selbst klar, dass Sie sich nicht mitgemeint fühlen als demokratische Fraktion. Das ist, glaube ich, das Selbstentlarvendste, was Sie tun konnten. Also, ich bin überzeugt, dass der Justizhaushalt einer der wichtigsten Einzelpläne in diesem Haushalt ist. Er ist ein Garant dafür, dass die Gewaltenteilung in diesem Land aufrechterhalten bleibt. Er ist ein Bollwerk gegen DemokratiefeindInnen. In Zeiten, in denen die Umfragewerte für Parteien, die es nicht gut mit den Menschen meinen, in diesem Land hoch sind, in Zeiten, in denen Hass und Hetze im Netz häufig folgenlos stehen bleibt, in Zeiten, in denen die AfD Thüringen, die als gesichert rechtsextrem eingestuft ist, eine Wahl gewinnt. In diesen Zeiten ist der Zugang zum Recht und damit auch die Gewährleistung der Wahrung unserer Grundrechte zentrale Aufgabe der demokratischen Parteien im Bund, aber auch in den Ländern. Frau Wegge, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung des Abgeordneten Böhringer aus der AfD-Fraktion? Nein. Die Unabhängigkeit der Justiz ist dabei ein fragiles Konstrukt, das auf Vertrauen und einem gemeinsamen Verständnis von Gerechtigkeit und Freiheit aufgebaut ist. Häufig ist sie das Erste, das fällt, wenn antidemokratische, autoritär-populistische Kräfte an die Macht kommen. Umso wichtiger ist es, dass wir nun gemeinsam mit den demokratischen Fraktionen unser Bundesverfassungsgericht im Grundgesetz absichern wollen. Das Zweite, was übrigens fällt in solchen Situationen, sind die Frauenrechte. Und dies zeigt auch, dass es im Bereich der Rechtspolitik, also zum Beispiel, dass wir das Verfassungsgericht absichern wollen im Grundgesetz, und im Bereich der Justiz nicht nur um das Geld geht. Die Rechtspolitik ist eines der wenigen Felder, in dem es nicht nur um das Materielle, sondern vor allem auch um das Materiell-Rechtliche geht. Und so sind auch die Gesetze, die wir im rechtspolitischen Bereich beschlossen haben und noch beschließen werden, ebenfalls ein Bollwerk gegen den Faschismus. Da wir das tun, was wir als Gesetzgeber eben machen. Wir gestalten das Recht so, dass es gesellschaftlichen Realitäten entspricht. Die Rechtspolitik sorgt dafür, dass wir fortschrittlich und mutig in die Zukunft blicken können. Ein paar Beispiele. Wir haben im April diesen Jahres das Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet und damit eine jahrzehntelange Diskriminierung von Transpersonen durch das menschenunwürdige Transsexuellengesetz beendet. Und Herr Krings, wir haben Cannabis legalisiert und damit endlich einen fortschrittlichen Weg in der Drogenpolitik eingeschlagen. Wir haben auch dafür gesorgt, dass ungewollt Schwangere in einer der schwersten Situationen ihres Lebens weniger Steine in den Weg gelegt bekommen, indem wir den 219a aus dem Strafgesetzbuch gestrichen und Gehsteigbelästigung verboten haben. Und was wir als SPD-Bundestagsfraktion auch machen wollen, ist selbstverständlich, den 218 aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung versteht es nicht, warum wir Frauen in diesem Land weiter kriminalisieren. Wir müssen nur einmal in die USA blicken. Da ist es ein wahlkampfentscheidendes Thema. Und gerade für Frauen haben wir in den nächsten Monaten noch viel. Ich wollte Sie gerade in Ihrem Redefluss nicht unterbrechen, aber es gibt noch eine weitere Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung. Sehr gerne lasse ich die natürlich. Sie haben das Wort. Dass Sie die Streichung von Paragraph 218 ansprechen und sagen, Sie wollen es aus dem Strafrecht herausnehmen, möchte ich doch fragen, wie viele Fälle gibt es etwa an Abbrüchen in Deutschland? Wie viele Verfahren gibt es denn dann, die kriminalisieren könnten? Sagt nicht Paragraph 218 ausdrücklich, dass 218 nicht gilt, also das Strafrecht nicht gilt, unter sehr einfachen Bedingungen, die anscheinend alle Frauen, die das in Erwägung ziehen oder durchführen, auch einhalten können, nämlich dann, wenn eben eine Beratung stattfindet, 3 Tage gewartet wird, dann der Abbruch durch einen Arzt vorgenommen wird, Ärztin kann es auch sein, und insgesamt 12 Wochen eingehalten werden. Das ist ein, glaube ich, übersichtlicher Bereich von 4 Bedingungen, die dazu führen, dass das Strafrecht ausdrücklich nicht zur Anwendung kommt. Also von daher wundert mich immer, dass von Kriminalisierung gesprochen wird.
Von daher würde mich jetzt noch mal interessieren, wie viele Fälle gibt es da? Wer entscheidet alleine darüber, ob ein Abbruch durchgeführt wird? Stand heute, heutige Gesetzgebung? Und wie kann man in diesem Kontext dann eben von Kriminalisierung sprechen? Vielen Dank. Also darauf antworte ich natürlich gerne, meines Wissens nach, aber nageln Sie mich jetzt nicht auf die Zahl fest. Gibt es knapp 100.000 Fälle in Deutschland pro Jahr von Frauen, die sich dafür entscheiden, ihre Schwangerschaft zu beenden. Und Sie haben es ja gerade auch ganz wunderbar dargelegt, dass unter den Bedingungen quasi der 218 tatbestandslos ist, etwas, was es, glaube ich, sonst im deutschen Strafrecht eigentlich gibt. Und die Debatte, die dahinter liegt, ist ja eigentlich, ist der 218 Teil eines Schutzkonzepts für das ungeborene Leben. Jetzt haben Sie gerade gefragt, wie viele Abbrüche gibt es denn? 100.000. Da muss man vielleicht auch feststellen, dass der Paragraph 218 nicht dazu beiträgt, quasi Schwangerschaftsabbrüche zu verhindern. Und was wir eben aber feststellen können, ist, dass er Frauen stigmatisiert, die sich für einen Abbruch entscheiden. Und vor allem, und das ist auch die Rückmeldung aus der Praxis von den Ärztinnen und Ärzten, die Schwangerschaft durchführen, dass er dazu führt, dass sich viele dafür entscheiden, diesen Eingriff nicht durchzuführen. Deswegen führt der 218 auf jeden Fall zu einer Unterversorgung in Deutschland. Und gerade für Frauen haben wir neben dem 218 in den nächsten Monaten noch viel vor. Es ist unser Ziel, die Gewalt gegen Frauen in diesem Land zu beenden und betroffene Frauen besser zu schützen und zu unterstützen. Denn Gewalt gegen Frauen ist ein strukturelles Problem in unserer Gesellschaft und eine Bedrohung für die innere Sicherheit. Unser Ziel als SPD-Bundestagsfraktion ist es daher, die Istanbul-Konvention vollständig umzusetzen. Es ist ganz besonders Artikel 31, der noch nicht in nationales Recht umgesetzt worden ist. Ein Artikel, der aber vor allem die schwächsten Glieder unserer Gesellschaft betrifft. Frauen und ihre Kinder in Familien, die Gewalt erfahren haben. Es geht konkret darum, dass wir es bis heute zulassen, dass Frauen und Kinder bei häuslicher Gewalt in Sorge- und umgangsrechtlichen Fragen immer wieder retraumatisiert werden. Sie werden auch kurz nach der Trennung in dem Umgang mit dem Täter gezwungen. In einer Zeit, in der die Gefahr für Femizide besonders hoch ist und sowohl die Frau als auch die Kinder erst mal zur Ruhe kommen müssen. Diese Praxis muss ein Ende haben. Es gibt noch eine Nachfrage von dem Kollegen Müller aus der CDU-CSU-Fraktion. Möchten Sie die zulassen? Carsten oder Axel? Carsten. Okay. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Kollegin Wegge. Meine Kollegin Elisabeth Winkelmeier-Becker hat eine sehr einfache Frage gestellt, um die Sie sich wortreich herumgedrückt haben. Ich will sie noch mal einfach formulieren. Wie viele Strafverfahren gestützt auf den Tatvorwurf des Paragraphen 218 gibt es Ihres Wissens nach in Deutschland? Sie haben es eben versucht einzuordnen und haben diese Kernfrage, Sie sprechen nämlich von einer Stigmatisierung, eben gerade nicht beantwortet. Und das ist genau die zentrale Frage. Also wie viele Strafverfahren gibt es, die hier gestellt haben? Lieber Herr Müller, dazu liegen mir keine Zahlen vor, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber die Frage war ja auch, warum spreche ich von einer Kriminalisierung? Und da kann ich Ihnen schon etwas zu sagen, weil sich eine Frau erstmal grundsätzlich strafbar macht, außer sie erfüllt gewisse Bedingungen. Und deswegen sprechen wir von einer Kriminalisierung. So, jetzt komme ich aber zum Thema Gewalt gegen Frauen zurück. Wir müssen als Gesetzgeber unserer rechtsstaatlichen Pflicht nachkommen und Betroffene auch von digitaler Gewalt es ermöglichen, sich effektiv vor Gericht zur Wehr zu setzen. Und deswegen darf auch der digitale Raum kein rechtsfreier Raum sein. Deswegen werden wir in naher Zukunft hier auch über ein digitales Gewaltschutzgesetz beraten. Und in diesem Zusammenhang freut es mich ganz besonders, dass wir im Justizhaushalt Hate Aid mit 600.000 Euro fördern. Denn wenn es wichtig ist, dass Menschen zu ihrem Recht kommen und das materielle Recht und die Umstände gerade noch nicht dazu führen, dass es passiert, dann können wir Finanzmittel auch im Justizhaushalt gut dafür verwenden. Denn wenn das materielle Recht, wie gesagt, den Schutz noch nicht ausreichend gewährleisten kann, können auch wir Geld in die Hand nehmen, um Betroffene besser zu ihrem Recht kommen zu lassen. In diesem Sinne wünsche ich uns gute Beratungen für diesen Haushalt und für die zukünftigen Vorhaben im Bereich der Rechtspolitik. Vielen Dank.
Carmen Wegge aus der SPD-Fraktion. Sie ist Mitglied im Rechtsausschuss und hat den Schwerpunkt ihrer Rede auf den Punkt Gewalt gegen Frauen gerichtet. Angesichts der Morde an Frauen innerhalb von Beziehungen, der sogenannten Femizide, in der Tat ein überraschend wenig diskutiertes Thema insgesamt in der Gesellschaft und in der Politik. Der nächste Redner ist Till Steffen aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die Landtagswahl in Thüringen, viele haben es so ausdrücklich so formuliert, diese Landtagswahl in Thüringen war eine Zäsur. Und warum war sie eine Zäsur? Sie war eine Zäsur, weil erstmals eine extremistische Partei, eine verfassungsfeindliche Partei, mehr als ein Drittel der Stimmen bekommen hat. Und das ist deswegen im 75. Geburtsjahr unseres Grundgesetzes ein sehr einschneidendes Erlebnis. Das war deutlich mehr als zum Beispiel die Sozialistische Reichspartei erlangt hatte Anfang der 50er Jahre. Die hatte mal bei einer Landtagswahl rund 11% erreicht. Die ist ja dann später verboten worden. Und warum ist das relevant? Das ist relevant, weil dadurch eine Gefahr für den Rechtsstaat entsteht. Sie entsteht dadurch, dass die sogenannte Sperrminorität erreicht wird. Eine Partei, die im Parlament mehr als ein Drittel der Stimmen hat, hat erheblichen Einfluss. Sie kann verhindern, dass Verfassung geändert wird, und sie hat erheblichen Einfluss auf die Richterwahl. Mit Zweidrittelmehrheit werden die Richterinnen und Richter für das Verfassungsgericht gewählt, und es braucht die Zweidrittelmehrheit, um das Verfahren der Richterernennung in Gang zu setzen über den Richterwahlausschuss. Das kann also jetzt blockiert werden. Das heißt, es entsteht eine erhebliche Gefahr für den Rechtsstaat, dass künftig Bürgerinnen und Bürger nicht mehr zu ihrem Recht kommen, weil Extremisten, weil Parteien, die nicht auf dem Boden unseres Grundgesetzes stehen, mehr als ein Drittel der Stimmen in einem deutschen Parlament haben. Und worin liegt die Gefahr im Weiteren? Und es ist sehr deutlich, die AfD will erreichen, dass ihr genehme Richter eingesetzt werden. Und was will sie damit tun? Sie will die Justiz einsetzen, um politische Gegner zu verfolgen. Herr Dr. Steffen, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung der Abgeordneten von Storch? Nein. Und das hat sehr deutlich gemacht, Herr Brandner spricht ja hier immer, und Herr Jacobi hat es ja eben auch gesagt, von der Entpolitisierung der Justiz. Und man fragt sich ja immer, ja, was soll das sein? Ich habe es hier schon mehrfach erläutert, aber Herr Brandner hat das auf dem letzten AfD-Bundesparteitag auch nochmal ausdrücklich gesagt, dass es genau darum geht. Und genau mit diesem Versprechen an die Delegierten ist er auch gewählt worden in den Bundesvorstand. Genau darum geht es, dass in dem Moment, wo die AfD das Sagen hat, die politischen Gegner vor Gericht gestellt werden und entsprechend verfolgt werden. Das ist genau das Instrument, was wir aus Diktaturen kennen, dass die Justiz eingesetzt wird, um politische Gegner mundtot zu machen. Und genau das ist das erklärte Ziel der AfD. Genau das hat Herr Brandner ja auch mal ausführlich erläutert auf dem letzten Bundesparteitag. Und deswegen ist in der Tat auch eine verpasste Chance, dass das wirklich sehr, sehr wertvolle Thüringen-Projekt des Verfassungsblocks nicht Früchte getragen hat. Dort haben wirklich Experten und Experten zusammengetragen, was kann man tun, solange es noch möglich ist. Leider haben sich nicht die Mehrheiten im Landtag dort zusammengefunden, das auch zu machen. Aber das heißt natürlich, dass in 15 von 16 Bundesländern wirklich höchste Eisenbahn ist, dass man sich die Verfassung anschaut und sich anschaut, wo ist unser Rechtsstaat angreifbar, wo können künftig Extremisten Einfluss nehmen und dann verhindern, dass Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Recht kommen. Das kann ich nur dringend empfehlen. Da gibt es sehr, sehr gute Ausarbeitungen von der Justizministerkonferenz für alle Bundesländer. Insoweit eine wichtige Aufgabe. Und ich begrüße auch, dass der Verfassungsblock jetzt aufgesetzt hat, das Projekt Bundesrepublik, dass wir jetzt an der Stelle auch noch mal sorgfältiger hingucken, was können wir auf Bundesebene tun, um den Rechtsstaat vor Extremisten, vor Verfassungsfeinden zu sichern. Und dazu gehört auch, was wir hier diskutiert haben, der Pakt für den Rechtsstaat. Ich habe ja hier an diesem Pult gestanden und habe am Anfang der Wahlperiode mich sehr kritisch geäußert zu der Umsetzung des Pakts für den Rechtsstaat. Ich muss sagen, ich bin in der Tat sehr zufrieden. Ich glaube, dass dieses Projekt genau an der richtigen Stelle ansetzt, dass der Bund diejenigen Digitalisierungsprojekte fördert und finanziert, wo die Länder gemeinsam handeln sollten. Das ist genau die richtige Funktion. Von Landesebene habe ich das immer vermisst, dass solche Koordination stattfindet. Und es ist gut, dass das jetzt passiert.
Wir haben auch andere Baustellen. Wir müssen zum Beispiel sicherstellen, dass künftig ehrenamtliche Richterinnen und Richter schöffen, dass dort nicht Extremisten entsprechend Einfluss nehmen können. Das wird ja von Kommunalparlamenten auf den Weg gebracht. Auch dort ist die Zweidrittelmehrheit erforderlich. Wenn Extremisten, wie sie hier sitzen, dann entsprechend das Sagen haben, ist es auch gefährlich. Aber das Gute ist, und deswegen, Herr Krings, ich fand, dass Sie nicht die Diskussionskultur der Rechtspolitik richtig abgebildet haben. Bei vielen Fragen sind wir uns ja tatsächlich sehr einig. Und ich finde gut, dass wir diese Gemeinsamkeit gefunden haben, um die zentralen Sicherungen für das Bundesverfassungsgericht durchzusetzen. Herzlichen Dank dafür. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, hat das Wort zu einer Kurzintervention die Abgeordnete von Storch. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Dr. Steffen, Ihre Rede macht mir Angst. Ja, Sie sind so offen verfassungsfeindlich und Sie merken es nicht einmal. Ja, Sie reklamieren die Demokratie für sich. Sie entscheiden, wer mitspielen darf und wer nicht. Und mein Kollege Jacobi hat genau das in seiner Rede adressiert. Sie sind der Meinung, Sie können die Millionen oder Hunderttausenden von Stimmen, die wir bekommen, die AfD, ausschließen. Sie sind so offen verfassungsfeindlich, dass es einen erschüttern muss. Wir sind in Thüringen und in Sachsen mit Hunderttausenden Stimmen, 400.000, 700.000 Stimmen gewählt worden. Viel stärker als alle anderen. Die Bürger haben uns ihre Stimmen gegeben. Und Sie kommen an und zeigen mit dem Finger auf die Leute und sagen, eure Stimmen sind unwirksam. Die dürfen nicht zur Geltung kommen. Die sogenannte Sperrminorität ist genau dafür da, dass die Opposition, die nicht in der Regierungsmehrheit abgebildet ist, eingebunden werden muss, um die Macht der Mächtigen zu begrenzen. Wenn es um den Eingriff in die Verfassung geht, wenn es um die Bestimmung von Richtern geht, dann soll es einen Konsens über die Grenzen der Mächtigen, der Regierungen hinausgehen und die Opposition soll eingebunden werden. Und Sie sind so totalitär, dass Sie der Meinung sind, Sie müssen die Mehrheit oder die große Minderheit von 30% ausschließen, weil sie sonst in ihrer Macht begrenzt werden. Das ist so erschütternd, was Sie hier gerade abgeliefert haben, dass ich jedem empfehle, sich die Rede erst von meinem Kollegen Jacobi noch mal anzuhören, um dann Ihre totalitären, antidemokratischen Anschlag auf die Verfassung noch mal nachzuhören. Herr Steffen, möchten Sie antworten? Wir feiern dieses Jahr 75 Jahre Grundgesetz und das Grundgesetz gibt es, weil wir uns retten konnten aus der Herrschaft einer totalitären Partei. Und es war vollkommen klar, dass die NSDAP verboten sein muss, wenn die Demokratie leben soll. Weil eine totalitäre Partei, die tatsächlich alles dem Führeranspruch untergeordnet hat, dass eine Partei, die alles dem Führeranspruch untergeordnet hat, dass die Demokratie restlos ausgerottet hatte in Deutschland, das sollte nie wieder passieren. Und deswegen haben wir in Deutschland die wehrhafte Demokratie. Wir sind nicht doof. Wir haben die wehrhafte Demokratie und es dürfen diejenigen mitspielen, die sich an die Regeln des Grundgesetzes halten. Und Angst haben in diesem Land diejenigen, die es mit ihren Remigrationsplänen meinen. Und ihr Idol Sellner hat das ja sehr deutlich formuliert. Es geht natürlich darum, all diejenigen aus dem Land zu schaffen, deren Wurzeln nicht in Deutschland liegen. Natürlich geht es darum. Und Millionen Menschen in Deutschland haben Angst davor. Sie haben Angst davor, dass sie nicht sicher sind. Und das ist die große Gefahr, dass die Menschen Angst bekommen, weil sie auch schon mit den Stimmenanteilen, die sie jetzt haben, ihnen Angst machen. Und es ist unsere Aufgabe als demokratische Parteien, uns dem entgegenzustellen und sagen, wir stellen uns vor euch, wir schützen euch vor diesen Menschen, die euch hier aus dem Land treiben wollen.
Wir fahren jetzt in der Debatte fort, und das Wort hat für die CDU-CSU-Fraktion Dr. Volker Ulrich. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Debatte über den Justizhaushalt ist immer auch eine Standortbestimmung über den Zustand von Verfassung und Rechtsstaat. Und auch angesichts dieser Auseinandersetzung eben ist schon wichtig festzuhalten, dass es in unserem Land einen Konsens braucht gegen extremistische Kräfte und für die demokratische Verfasstheit unseres Staates. Das ist die Kernaufgabe von Rechtsstaat und von wehrhafter Demokratie. Und dazu braucht die Politik nicht nur Worte, sondern sie muss auch in den Feldern, in denen sie gefordert ist, liefern und umsetzen. Und wir haben diese Woche sehr viel debattiert über das Thema Migration, auch Zurückweisung an der Grenze. Es ist jetzt nicht Aufgabe der Rechtsdebatte, das alles noch mal aufzudröseln. Aber ich will auf eines zu sprechen kommen. Die demokratischen Kräfte haben die Aufgabe, dieses Thema zu lösen, auch mit Mut und Entschlossenheit. Und wenn die Ampelkoalition sich noch nicht verständigen konnte auf die Zurückweisung an der Grenze, auch mit dem Hinweis auf das Recht, dann möchte ich Ihnen zwei Dinge entgegenhalten. Zum einen, die Zurückweisung an der Grenze ist europarechtlich und nach unserer Verfassungslage zulässig. Der zweite Punkt ist aber, der ist viel entscheidender, der Hinweis auf die Rechtslage allein ist noch nicht Politik. Es ist Aufgabe verantwortungsvoller und tatkräftiger Politik, notfalls auch die Rechtslage zu ändern. Das ist unsere Aufgabe. Wenn wir über die Ereignisse der letzten Wochen und Monate sprechen, dann steht auch die Frage von Opferschutz und der Befugnisse von Ermittlungsbehörden im Mittelpunkt. Es hat sich einfach gezeigt, dass wir stärker werden müssen im Kampf gegen die Feinde unserer Freiheit. Und dazu gehört, dass wir den Ermittlungsbehörden die Befugnisse geben, die sie brauchen, um diesen Kampf gewinnen zu können. Und ja, wir brauchen dazu die Speicherung von IP-Adressen. Das ist ein zentrales Element. Und übrigens eines, was uns gar nicht komplett zwischen Regierung und Opposition unterscheidet. Die SPD-Innenministerin Nancy Faeser ist für die IP-Speicheradressen. Erstaunlicherweise, und ich finde das einen guten Schritt, haben sich die Grünen in Nordrhein-Westfalen mit der dortigen CDU in ihrem Sicherheitspaket darauf verständigt, Verbindungsdaten zu speichern und eine Bundesratsinitiative herbeizuführen. Das Problem bei dieser Sache ist die FDP, die sich hier der notwendigen Sicherheit in unserem Land verweigert. Deswegen sage ich Ihnen, geben Sie sich einen Ruck, dass wir hier zu einer Lösung kommen. Das Gleiche gilt übrigens auch für das Thema der V-Personen. Wir waren in der letzten Wahlperiode stundenlang im Breitscheid-Untersuchungsausschuss und haben dieses Thema V-Personen besprochen. Und deswegen kann es nicht sein, dass ein Gesetzentwurf anstehen sollte, der das V-Mann-System so gestaltet, dass es praktisch nicht mehr einsetzbar ist. Der wehrhafte Rechtsstaat braucht dieses Ermittlungsinstrument, um schwere Straftaten zu verhindern und aufzuklären. Und jetzt noch mal zu dem Thema, wie sieht unsere Justiz aus? Ist Vertrauen in die Justiz da? Und ja, dieses Vertrauen ist da. Und es darf nicht von vornherein von der Politik der Eindruck ermittelt werden, dieses Vertrauen sei verschwunden. Aber wir müssen daran arbeiten. Und wir müssen die Verfahrensdauern zurückfahren. Wir müssen gerade im Bereich der Strafjustiz zu einem Zustand kommen, bei dem nicht nur noch jede 15. Verfahren zur Anklage kommt, bei dem nicht 1 Million offene Verfahren sind.
Und auch wenn es verfassungsrechtlich zwischen Bund und Ländern eine Kompetenzaufteilung gibt, wir brauchen die Verstetigung des Pakts für den Rechtsstaat. Wir brauchen mehr Stellen für die Justiz, damit insgesamt davon das Vertrauen in die Justiz bleibt. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe und lassen Sie uns daran arbeiten. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Sonja Eichwede. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesjustizminister Buschmann, werte Kolleginnen und Kollegen der Demokratischen Fraktion. Durch Haushaltsdebatten zeigen wir politische Prioritäten auf. Durch Finanzierung wird aus politischen Ideen Wirklichkeit. Und lassen Sie mich nur ganz kurz am Rande sagen, wenn auch gerade von Oppositionsparteien hier gesagt wird, Sie haben ganz, ganz viele Ideen, dann bringen Sie sich doch mit Änderungsvorschlägen in die Haushaltsdebatte ein. Das ist jetzt nicht geschehen. Das ist in den vergangenen Jahren nicht geschehen. Von daher werden hier große Reden geschwungen, aber tatsächlich nicht gehandelt. Ich würde sagen, so ist ein falsches Demokratieverständnis. Für uns in der Rechtspolitik bedeutet diese Verantwortung aber auch, dass wir bei unseren Entscheidungen immer den Wert und die Bedeutung des Rechtsstaats hochhalten. Gerade in Debatten dieser Tage ist es umso wichtiger, eine verhältnismäßige, eine rechtsstaatliche Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit vorzunehmen. Weder gibt es Sicherheit ohne Freiheit, noch gibt es Freiheit ohne Sicherheit. Das ist stets ein Balanceakt, der die demokratischen Parteien von extremen Parteien unterscheidet und unterscheiden muss. Denn gerade extreme Parteien wollen um ihrer selbst willen beides beschneiden. Sie wollen Freiheit und Sicherheit beschneiden und sie missachten den Rechtsstaat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und genau das haben wir hier auch bei einigen Reden von rechts gehört. Es ist die Despektierlichmachung des Bundesverfassungsgerichts, des Hüters unserer Verfassung. Das ist beschämend. Und ich möchte hier auch noch mal festhalten, dass wenn wir auf sowas verweisen, wenn auch der Kollege Till Steffen und andere Kollegen aus diesem Hause darauf verweisen, zeigen wir nicht auf Menschen, wir zeigen auf Inhalte von verfassungsfeindlichen Parteien, wir zeigen auf Inhalte, die die Partei, die hier ganz rechts sitzt, vertritt. Das sind verfassungsfeindliche Inhalte und das muss auch hier im Parlament gesagt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es kann keine gesellschaftliche Sicherheit geben ohne einen funktionierenden, gut ausgestatteten Rechtsstaat, der auf der Höhe der Zeit ist. Das bedeutet, wir brauchen gut ausgestattete, moderne Gerichte. Wir brauchen einen einfachen Zugang zum Recht. Wir brauchen einfache und bürgernahe Kommunikation, schnelle Verfahren, wo es aber genauso genügend Zeit gibt, um ordentlich zu ermitteln bis zum Urteilsspruch. Die Justiz ist schließlich keine Subsumptionsmaschine, wie manchmal politische Forderungen nach ganz, ganz schnellen Urteilssprüchen oder beschleunigten Verfahren vermuten lassen. Die Justiz steht an vorderster Front unseres Rechtsstaates. Unser Rechtsstaat wird täglich von Richterinnen, von Staatsanwältinnen, von Rechtspflegern und Amtsanwälten, von Mitarbeitern der Geschäftsstellen und von Vollzugsbeamten am Laufen gehalten. Sie arbeiten für unsere Demokratie. Sie sorgen für das friedliche, sichere, regelbasierte Zusammenleben und somit auch für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und Ihnen gebührt unser aufrechter Dank. Ihr Einsatz ist zugleich unsere Verpflichtung. Damit die Tätigkeit gut ausgeübt werden kann, müssen wir gemeinsam mit den Bundesländern unseren Rechtsstaat finanziell, personell und technisch bestmöglich ausstatten. Mit der Digitalisierungsinitiative wurde hier in dieser Legislaturperiode ein notwendiger Schwerpunkt gelegt, sodass größere Digitalisierungsprojekte in der Justiz der Bundesländer gefördert werden können und zudem auch bundesweite Projekte wie die Justizcloud finanziert werden können. Auch wenn das selbstverständlich, und das denkt hier auch keiner, nicht der einzige Bereich ist, wo finanziell in der Justiz unterstützt werden muss, ist es in der heutigen Zeit ein wichtiger Bereich, um den Zugang zum Recht, um die Akzeptanz des Rechtsstaates, um die Arbeit mit der und für die Justiz aufrecht und auch attraktiv zu halten, liebe Kolleginnen und Kollegen.
lassen Sie mich zudem in der heutigen Zeit auch noch auf die Förderung von zwei wichtigen Projekten eingehen, nämlich HateAid und das Anne-Frank-Zentrum in unserer Demokratie. In dieser Zeit, in der Falschinformationen, Hass und Hetze dauernd verbreitet werden, ist es wichtig, dass wir auch im Justizhaushalt Bildungs- und Beratungsangebote fördern und die Erinnerungskultur hochhalten an die historische Verantwortung unseres Landes. Es heißt gegen Vergessen für Demokratie. Demokratie und Rechtsstaat auf der Höhe der Zeit zu halten, bedeutet aber auch, dass wir eben die Gesetzgebung auf der Höhe der Zeit halten, um weiterhin gesellschaftlichen Zusammenhalt zu leben und auch in der Rechtsordnung abzubilden. Hier haben wir als Ampelkoalition schon sehr, sehr viel durchgesetzt. Lassen Sie mich ein paar wichtige Punkte rausgreifen. Wir haben durch die Einführung der Verbandsklage einen effektiveren Verbraucherschutz eingeführt. Wir werden auf die Massenverfahren in der Justiz eingehen und arbeiten zurzeit an einem Leitentscheidungsverfahren. Im Bereich des Strafrechts haben wir ein gerechteres Justizsystem durch die Reform des Sanktionenrechts eingeführt und nach den Massenskandalen, in denen vor allem viele Unionsabgeordnete verwickelt waren, haben wir die Abgeordnetenbestechung verschärft. Wir haben das Völkerstrafgesetzbuch reformiert und wir haben die Möglichkeit geschaffen, im 21. Jahrhundert Strafanträge auch per E-Mail oder Online-Portal zu stellen. Das sind sehr, sehr wichtige Errungenschaften. Zudem haben wir, was viele Menschen auch sehr persönlich betrifft, das Namensrecht endlich reformiert, was vielen Familien den langen Wunsch nach einer gleichberechtigteren Namensgebung erleichtert. Und ja, wir haben das Selbstbestimmungsgesetz gemacht und dafür staatliche Diskriminierung abgebaut. Herr Dr. Krings, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auf den wir stolz sind, denn wir sind dafür, dass staatliche Diskriminierung eben entsprechend abgebaut wird. Ich glaube, die Union sollte hier ihre Einstellung dazu noch mal überdenken. Zudem haben wir die Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt, was auch sehr wichtig ist, denn wir wissen alle, unser Land muss schneller werden. Das wurde in den letzten Jahrzehnten versäumt. Wir haben es gemacht und es kommt jetzt ins Laufen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Weil uns das aber als Ampelkoalition und auch als SPD nicht genügt, möchte ich noch ein ganz paar Punkte ansprechen, die wir noch machen werden und machen müssen. Wir brauchen ein besseres Mietrecht, damit dem starken Anstieg der Wohnkosten etwas entgegengesetzt werden kann, Einhalt gebietet wird und Menschen nicht aus ihrem Zuhause verdrängt werden. Wir wollen als SPD-Fraktion auch die notwendige Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes anstoßen, damit noch mehr Diskriminierung bei uns im Land abgebaut wird. Schutzlücken bei menschenverachtender Hetze darf es nicht geben. Hier werden wir gegen vorgehen. Und unzulässige politische Einflussnahme auf Staatsanwaltschaften wollen wir durch klare Regeln und Transparenz besser ausschließen. Gemeinsam mit allen demokratischen Fraktionen dieses Hauses haben wir uns zudem, es wurde schon angesprochen, darauf verständigt, das Bundesverfassungsgericht resilienter zu machen. Und sehr geehrte Damen und Herren, Sie hören teilweise die Reinrufe von rechts nicht. Sie beweisen aber, dass genau diese Resilienz des Bundesverfassungsgerichts, in die ein ganz, ganz großes Vertrauen in Deutschland herrscht, sehr wichtig ist. Denn wir brauchen das Verfassungsgericht als Hüter unserer Verfassung. Den Haushalt und all die weiteren wichtigen Projekte werden wir im nächsten kommenden arbeitsreichen Jahr vor der Bundestagswahl angehen, immer mit dem Auftrag, den Rechtsstaat hochzuhalten und auf der Höhe der Zeit zu halten. Vielen Dank. Sonja Eichwede war das, die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Und in diesen Minuten erreicht uns eine mehr traurige Nachricht, denn Wolfgang Gerhardt ist gestorben. Viele Jahre FDP-Parteivorsitzender, aber auch Fraktionsvorsitzender hier im Deutschen Bundestag. Und da wird es sicherlich die eine und andere Anmerkung im Verlauf des heutigen Tages auch hier im Plenum noch geben. Jetzt ist erstmal am Pult Stefan Brandner aus der AfD-Fraktion. Meine Damen und Herren, wir reden heute über den Etat des Bundesjustizministeriums, der wenig spektakulär daherkommt, ebenso wenig spektakulär wie das Wirken des Justizministers. An sich der sehenden Auges Verfassungs- und Rechtsbrüche am laufenden Band einfach geschehen lässt und dem auch mörderische Migrantengewalt und mörderischer Migrantenterror egal zu sein scheint. Zwar fällt ihm plötzlich nach den für die Ampel und insbesondere für die FDP desaströsen Wahlen in Thüringen und in Sachsen und kurz vor den Wahlen in Brandenburg
Hamburg, die, ich kann es Ihnen versprechen, nicht weniger desaströs für Sie vonstatten gehen werden. Ein, dass man jetzt ein bisschen so tun muss, als täte man etwas. Die CDU als Wurzel allen Übels, als Merkel-Partei, macht da auch noch mit. Aber das ist nichts weiter als Augenwischerei. Was machen Sie? Sie plappern jetzt alles das nach, was die AfD seit 10 Jahren unter dem Sturmfeuer von Ihnen hochgradig kritisiert und bekämpft einfach so tut. Herr Ulrich, § 18 Asylgesetz hat sich nicht geändert. Frau Merkel hätte auch die Grenzen schließen können. Warum sagen Sie plötzlich, dass alles problemlos möglich ist, was Sie jahrelang verhindert haben? Das erschließt sich uns nicht. Keine sinnvollen Reformen bisher, Herr Buschmann. Dringend notwendige Entpolitisierung der Justiz. Der grüne Hetzer vor mir am Pult hat es gerade angesprochen. Dringend notwendig ist es. Man kann ja nur ernsthaft was gegen die Entpolitisierung der Justiz haben, wenn man von der Politisierung der Justiz profitiert, Herr Steffen. Und genau das haben Sie hier offenbart, was für ein Verfassungsfeind Sie sind und Ihre ökofaschistische grüne Truppe genauso, meine Damen und Herren. Der FDP-Minister, ein Totalausfall, ein bisschen Kosmetik hier, ideologischer Murks da, ein bisschen Digitalisierung. Ansonsten hat er sich zum nützlichen Büttel der rot-grünen G und jeden rot-grünen Quatsch mitgemacht. Cannabisgesetz, Selbstbestimmungsgesetz, Namensgesetz, alles Sachen, die Deutschland nicht voranbringen, die die Menschen draußen nicht interessieren, alles Sachen, die entbehrlich wären. Keine Stunde vergeht inzwischen ohne Messerstraftaten, kein Tag ohne Gruppenvergewaltigung. Die innere Sicherheit liegt am Boden. Und was fällt Ihnen ein? Sie irrlichtern rum im Krampf gegen rechts. Wochenlange Streitereien zum Asyl, Waffenstrafrecht, gestern grottenschlechte, windelweiche, hilflose Gesetzentwürfe, die, ich kann es Ihnen versprechen, in Deutschland nichts ändern werden. So wie ich und meine AfD-Fraktion hoffen in Deutschland viele Menschen, dass dieses Ampelgehampel, dieses gemeingefährliche Ampelgehampel endlich endet, dass eine vernünftige Politik für die Bürger in Deutschland wieder gemacht wird. Verfassungsbrüche allenthalben, angefangen bei millionenfachen illegalen Migration, fast 10 Jahre lang Grundrechtsraub während Corona, faktischer Impfzwang mit unausgegorenen Impfstoffen, Verbote von kritischen Zeitungen, die der Bundesregierung nicht gefallen, unter Berufung auf das Vereinsrecht. Das muss man sich mal vorstellen. Verfassungswidrige Haushalte, verfassungswidrig, rechtsstaatsfeindliches Bespitzeln der Opposition. Das zeichnet sie aus. Ganz vorne die Pleitenpech- und Pannenministerin Nancy Faeser, deren verfassungswidriges Treiben Herrn Buschmann auch nicht irgendwie aus der Reserve lockt. Er macht da nichts. Er ist ein Totalausfall. Eigentlich müsste der Justizminister die Aufsicht über die Verfassung führen. Er müsste ein starkes, selbstbewusstes Bollwerk im Justizministerium zugunsten der Rechte der Bürger und der Verfassung sein. Und er ist genau das Gegenteil. Kommen Sie bitte zum Schluss. Und dazu, um es auf einen besseren Weg zu bringen, tragen weder dieser Justizminister noch die Ampelkoalition oder der Haushalt 2025 bei. Vielen Dank. Stefan Brandner war das aus der AfD-Fraktion. Er ist ja vor geraumer Zeit abgewählt worden als Vorsitzender des Rechtsausschusses von den Mitgliedern des Rechtsausschusses. Und Sie sind Mitglied des Ältestenrates und Sie wissen, dass wir uns vereinbart hatten, dass wir uns hier in diesem Hause nicht persönlich mit Titeln belegen und beschimpfen. Und deshalb erhalten Sie dafür einen Ordnungsruf. Und Sie haben auch die sitzungsleitende Präsidentin nicht begrüßt. Sie wissen, das gehört sich so. Ich vermute, Sie waren abgelenkt, weil sonst machen Sie es. Insofern, aber für den Hetzer bekommen Sie einen Ordnungsruf. Stefan Brandner, also ich fing ja gerade an zu sagen, dass er erst vor geraumer Zeit abgewählt wurde als Vorsitzender des Rechtsausschusses. Die AfD-Fraktion hat dagegen geklagt vor dem Bundesverfassungsgericht. Am Mittwoch wird es ein Urteil dazu geben, kriegen Sie natürlich auch live bei uns geliefert, was die Richter in den Roten Rom dazu sich überlegt haben. Am Pult ist Canan Bayram aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Dieses Land fortschrittlich auf einen Weg zu bringen. Wir wollen in die Zukunft hinein Verbesserungen, Veränderungen gestalten. Und insoweit ist es sehr wichtig, dass wir nicht der Gefahr unterliegen, Rückschritte oder Veränderungen auf den Weg zu bringen, die unsere Gesellschaft spalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist die Gefahr, die insbesondere auch aktuell durch
durch Forderungen von Herrn Merz von der Union auf den Weg gebracht wird. Anfang dieser Debatte war er noch da. Ich hoffe, er macht jetzt im Moment was Sinnvolles, um den Fortschritt in der Bundesrepublik Deutschland auf den Weg zu bringen, meine Damen und Herren. Aber ich mache mir in der Tat Sorgen, wenn Menschen wie ich, deren Eltern als GastarbeiterInnen in dieses Land gekommen sind, um dieses Land fortschrittlich in den Wohlstand und in eine bessere Zukunft zu bringen, wenn die nun angegriffen werden auf eine Art und Weise in der Sprache, nicht nur von der AfD, dann mache ich mir Sorgen um dieses Land. Und es ist wichtig, dass auch in diesem Parlament darüber geredet wird, dass diese Menschen mit Migrationshintergrund, egal wo sie geboren sind, egal wann sie nach Deutschland gekommen sind, dazugehören, meine Damen und Herren. Das ist unser Anspruch und das steht auch in unserer Verfassung, meine Damen und Herren. Und die gilt es zu schützen vor jeglichem rechtsextremen Gelaber, sowohl im Bundestag als auch in unserer Gesellschaft. Mir ist es noch mal wichtig, deutlich zu machen, dazu gehört auch, meine Damen und Herren, dass es nicht darum gehen kann, bei einer Knappheit von Wohnungen das einem Teil der Bevölkerung in die Schuhe zu schieben. Es geht nicht darum, dass Wohnungen knapp in Deutschland sind, weil auch Menschen mit Migrationshintergrund ein Dach über dem Kopf haben wollen. Wir brauchen mehr Wohnungen und wir brauchen ein Mietrecht, das Menschen schützt, auch vor dem Verlust ihrer Wohnung. Das ist übrigens auch haushaltsrechtlich eine sehr gute Unterstützung. Je weniger Menschen ihre Wohnungen verlieren, umso weniger werden Gerichte beschäftigt, werden Zwangsvollstreckungsmaßnahmen erforderlich, meine Damen und Herren. Und da müssen wir liefern. Als Fortschrittskoalition brauchen wir mietrechtliche Vorschriften, die tatsächlich ja schon in der Schublade liegen und die ein soziales Mietrecht ermöglichen, meine Damen und Herren. Und was mir auch wichtig ist, wir haben wirklich gute gesetzliche Regelungen im Strafrecht, insbesondere dadurch erwirkt, dass wir entkriminalisiert haben, dass wir legalisiert haben und dass wir liberalisiert haben, meine Damen und Herren. Aber wir haben noch einiges vor uns. Ich will niemanden in den Knast stecken müssen, weil er sich keinen Fahrschein leisten kann. Das müssen wir ändern, meine Damen und Herren. Ja, die AfD braucht nicht schwarz zu fahren. Die weiß eh nicht, wie das geht. Meine Damen und Herren, wir wollen auch in Zukunft, dass nicht nur in den USA und in anderen Ländern gilt, my body, my choice, das heißt so viel, bin ich eine Frau, heißt das noch lange nicht, dass der Staat in meinen Körper hineinregieren darf, meine Damen und Herren. Das wollen wir feststellen. Kein Mensch will, dass der Herr Brandner darüber redet, ob eine Frau ein Kind zur Welt bringt oder nicht. Darum geht es. Dieses rückschrittliche Bild der Rechtspopulisten dürfen wir nicht in Gesetze gießen lassen. Und es ist natürlich so, dass es klar sein muss, eine Frau läuft erst gar nicht Gefahr, dass irgendjemand im Strafgesetzbuch blättert, ob sie ein Kind bekommt oder nicht, sondern das regeln wir außerhalb des Strafgesetzbuches, wo es hingehört, meine Damen und Herren. Also, wir als Fortschrittskoalition haben noch viel vor. Und jeder, der schon eine Ampelallergie oder eine Ampelangst entwickelt hat, der kann sich auf ein Jahr Fortschrittskoalition mit der Ampel freuen. Denn bei uns heißt es, alle drei Lichter, Rot, Gelb und Grün, leuchten, damit es Richtung Fortschritt geht, meine Damen und Herren. Canan Bayram, mal mit einer seltenen Beschreibung dieser Ampelkoalition, die ja in der Regel unter Beschuss steht. Nun gut, und sich gelegentlich auch intern auf das Heftigste kritisiert. Hier geht es weiter mit Clara Bünger aus der Gruppe Die Linke. Sie ist da rechtspolitische Sprecherin, aber auch Sprecherin für Fluchtpolitik. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen und Kollegen.
Selbst wenn wir über den Justizhaushalt reden, kann die AfD nicht anders, außer nur über Migration zu reden. Dass sie wirklich fanatisch alle Themen auf das Thema Migration lenkt und die Migration für alles zur Verantwortung zieht, das ist wirklich bezeichnend für das, was sie hier liefern. Und damit lenken sie von den wesentlichen Problemen in unserer Gesellschaft ab. Deshalb möchte ich zu den Haushaltsverhandlungen kommen. Statt dringend in die Zukunft zu investieren, erleben wir Kürzungen in zentralen Bereichen, die unsere Demokratie stärken und schützen. Die Gefahr für unsere Demokratie ist real. Im Frühjahr gab es die größten Demonstrationen seit Gründung der Bundesrepublik, nicht nur in Berlin und München, sondern auch in Grimma und Aue. Menschen kämpfen für den Erhalt unserer Demokratie. Und was tut die Bundesregierung? Mittel für die Projekte nicht zu stärken, sondern in Teilen sogar zu streichen. Und das ist wirklich ein Riesenskandal. Das sind Projekte, die sich gegen Rechtsextremismus und Rassismus einsetzen. Und diese Projekte sind unser Rückgrat unserer Demokratie. Der Einsturz der Carola-Brücke in Dresden ist dafür eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Es gab viele Diskussionen über die Sanierung der Brücke. Genauso gibt es auch immer hier wichtige Diskussionen darüber, wie man die Demokratie erhalten soll. Aber Worte alleine reichen nicht. Fakt ist, man hat die Brücke nicht saniert und sie ist eingestürzt. Genauso ist es doch mit der Demokratie. Sie ist gefährdet, und wenn nicht konkret gehandelt wird, dann droht sie kaputt zu gehen. Weshalb und genau aus diesem Grund kann nicht sein, dass das Demokratiefördergesetz immer noch nicht beschlossen wurde. Was sagen Sie den Menschen, die in ostdeutschen Kleinstädten gegen Rechtsextremismus kämpfen, oft unter realer Bedrohung für ihre Sicherheit? Diese Menschen brauchen mehr als Worte. Sie brauchen Unterstützung, Schutz und Investitionen. Während Milliarden in Rüstung und Abschottung fließen, wollen Sie die Demokratie zum Nulltarif. Doch ohne massive Investitionen wird es nicht gehen. Projekte wie das Anne-Frank-Zentrum oder Opferberatungsstellen, sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Steigender Antisemitismus und Rassismus lassen sich nicht mit Symbolpolitik bekämpfen. Hier braucht es klare, mutige Entscheidungen und Investitionen. Ihre Vorschläge reichen dabei weitem nicht aus. Denn es braucht mehr als das. Es braucht ein Sondervermögen für Demokratie. Wenn Sie schon die Schuldenbremse nicht anfassen, wollen, Herr Buschmann, dann sorgen Sie wenigstens für eine solide Finanzierung. Denn wer nicht saniert, der verliert, und zwar die Demokratie in diesem Fall. Kürzungen im Justizhaushalt sind ein Desaster. Die Justiz ist der Pfeiler unseres Rechtsstaates. Wir sehen Richter mit rechtsextremen Ansichten im Staatsdienst. Das darf nicht sein. Und wenn Sie da nicht handeln, öffnen Sie Tür und Tor für Feinde der Demokratie. Deshalb brauchen wir einen Haushalt, der nicht nur die Gegenwart sichert, sondern auch die Zukunft. Denn Investitionen heute ist der Schutz für die Demokratie und den Rechtsstaat von morgen. Vielen Dank. Sagt Clara Bünger, die rechtspolitische Sprecherin der Gruppe der Linken im Deutschen Bundestag. Und sie war die drittletzte Rednerin in dieser Debatte über den Etat des Justizministeriums. Der nächste Redner ist Majid Kara Ahmed Olu aus der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, auch die heutige Debatte zum Justizhaushalt möchte ich nutzen, um die Bedeutung unseres Rechtsstaates herauszustellen. Nie schien mir das dringlicher als heute. Der Rechtsstaat ist mehr als nur ein System von Gesetzen. Er ist das Fundament, auf dem unsere Freiheit ruht. Er gewährleistet die Gleichheit aller vor dem Gesetz, unabhängig von Herkunft, Religion, Hautfarbe, sexuelle Orientierung oder politischer Überzeugung. Der Rechtsstaat stellt sicher, dass niemand über dem Gesetz steht, auch nicht die Mächtigen. Der Rechtsstaat bewahrt uns davor, in die Barbarei zurückzufallen, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Europa verwüstet hat. Und doch wird dieser Rechtsstaat heute wieder offen in Frage gestellt. Und doch schreiten wir in manchen Teilen unseres Landes sehenden Auges einer Erosion unserer Demokratie entgegen. Die Gefahr geht nicht nur von denen aus, die den Rechtsstaat aktiv angreifen, sondern auch von denen, die gleichgültig bleiben, die schweigen, wenn es zu reden gilt, die wegsehen, wenn es zu handeln gilt.
Die Bedrohung ist groß, die Ratlosigkeit bei vielen leider auch. Wie können wir unser Land schützen, werde ich daheim auf dem Marktplatz des Öfteren gefragt. Die Feinde der Demokratie werden doch demokratisch gewählt. Wie soll man die aufhalten? Ich habe darauf mehrere Antworten. Zunächst einmal muss klar sein, es gibt keine gute oder harmlose Zusammenarbeit mit den rechtsextremen Kräften. Jede Kooperation, jede Normalisierung von derartigen Parteien und ihren Positionen stärkt sie nur. Das haben wir 1929 in Thüringen gesehen, als die NSDAP erstmals in eine Regierung eintreten durfte. Es war der Beginn eines Albtraums, der in der totalen Zerstörung endete. Zweitens, wir müssen den Mut haben, offen und entschieden gegen Hass, Rassismus und Hetze einzutreten. Es reicht nicht, im Privaten darüber zu sprechen. Es reicht nicht, in den sozialen Netzwerken ein Like für die richtige Meinung zu verteilen. Wir müssen zu den Menschen auf die Marktplätze und Straßen gehen und ihnen Argumente liefern. Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, weshalb die einfachen Antworten der Rechtspopulisten Scheinantworten sind und oft genug verheerende Folgen hätten. Drittens geht es darum, mit entschlossener Politik auch diejenigen Themen anzugehen, die vom rechten Spektrum für Hetze und Spaltung missbraucht werden. Das wäre aktuell vor allem die irreguläre Zuwanderung. Und hier geht es nicht darum, rechte Positionen zu übernehmen oder sich von anderen vor sich hertreiben zu lassen. Es geht darum, Probleme zu bewältigen. Und genau das macht diese Bundesregierung in den vergangenen 1,5 Jahren. Nicht etwa 4 Wochen oder 6 Wochen. In den vergangenen 1,5 Jahren wurden weitreichende Gesetzesmaßnahmen gegen irreguläre Migration vollzogen. Und die aktuellen Zahlen sprechen eine klare Sprache. Gut 20% weniger Asylanträge im bisherigen Jahresverlauf, rund 20% mehr Rückführungen und 10% mehr freiwillige Ausreisen im ersten Halbjahr. Und auch bei den zuletzt so dringlich geforderten Zurückweisungen unerlaubter Einreisen gab es bereits einen deutlichen Anstieg von 29% im vergangenen Jahr auf aktuell 51%. Die Lehre ist, die Politik kann Herausforderungen erfolgreich begegnen, und zwar ohne großes Tamtam und ohne sich auf die dunkle Seite der Menschenfeinde zu stellen. Das ist die Lehre, meine Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen. Und viertens, wenn ich zurück beim Ausgangspunkt dieser Debatte bin, müssen wir den Rechtsstaat, die Justiz und die demokratischen Institutionen stärken. Eine unabhängige und handlungsstarke Justiz muss mit entsprechenden Mitteln ausgestattet werden. Und genau das macht dieser Einzelplan 07. Meine Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, diejenigen, die ihre Axt bereits an den Wurzeln unseres Rechtsstaates angelegt haben, sind in Lauerstellung. Lassen Sie uns, nämlich die demokratischen Kräfte der Bundesrepublik Deutschland, lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass diese Axt dort liegen bleibt und niemals wieder zum Schwung ausholen kann. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Majid Kara Ahmed Umulu aus der SPD-Fraktion, vorletzter Redner in dieser ersten Lesung des Etats des Justizministeriums, den Bogen schließt Franziska Hoppermann aus der Unionsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Minister Buschmann, ich wollte zum Ende der Debatte noch mal was zum Haushalt sagen. Das war eigentlich, glaube ich, der Auftrag für diese Debatte. Das Volumen des Einzelplans 07 des Justizressorts ist mit rund 1 Milliarde tatsächlich überschaubar. Der größte Teil davon wird für Personal- und Betriebskosten aufgewendet. Und tatsächlich muss ich sagen, gegenüber dem Vorjahreshaushalt weist der neue Entwurf sogar einige positive Entwicklungen auf. Die Dienststellen erhalten mehr Sachmittel, es sind hohe Investitionsmittel ausgewiesen. Der Justizminister versucht nicht erneut, die Unterstützung des Anne-Frank-Zentrums auf Null zu setzen. Und die Titelgruppe für besondere Finanzierungsausgaben ist mit beträchtlich weniger Finanzmitteln ausgestattet. Warum ist das jetzt so besonders interessant? Weil die Bundesregierung dieses Jahr davon ausgeht, aktuell nicht weitere Strafzahlungen wegen EU-Vertragsverletzungsverfahren zu brauchen. Immerhin.
Der Einzelplan hat aber auch viele Schwächen. Es bleibt weiterhin unverständlich, warum die Bundesregierung daran festhält, das Institut für Ostrecht zu schließen. Infolge des Ukraine-Krieges ist das weiterhin wirklich eine wichtige Anlaufstelle für Juristinnen und Juristen aus der Ukraine. Und das zu schließen ist auch weiterhin ein fatales Signal, weil es raubt uns wichtige Rechtsexpertise beim Wiederaufbau der Ukraine. Was mich jedoch und uns alle bewegt, ist, dass der Haushalt des Bundesjustizministeriums keinenfalls den Vorgaben der Bundeshaushaltsordnung entspricht. Und der Justizminister ist hier sogar Wiederholungstäter. Schon im vergangenen Jahr wurden trotz deutlicher Kritik des Bundesrechnungshofs die Personalausgaben bewusst unterveranschlagt und die Sachmittel hochgefahren. Es wurden Ausgabetitel vorgelegt, die so nicht eingehalten werden konnten, und das war schon vorher klar. Bereits der Haushalt 24 entsprach damit nicht durchgängig den haushalterischen Grundsätzen von Wahrheit und Klarheit. Und das geht aus meiner Sicht für einen Verfassungsminister gar nicht. Es ist deshalb umso bedauerlicher, dass der Justizminister sich an dieser Haushaltslücke, die wir schon hier viel besprochen haben, beteiligt und das Problem verschlimmert. Die Investitionen sind mit 29 Millionen für diesen Einzelplan sehr großzügig und mit 10 Millionen höher als im Vorjahr. Das ist grundsätzlich positiv. Aber auch im Justizeinzelplan ist eine sehr hohe globale Minderausgabe veranschlagt. Das also, was im Laufe des Jahres noch gespart werden muss, und beträgt über 32 Millionen Euro. Diese Investitionen, die Sie planen, können Sie also so niemals einhalten. Wo wollen Sie denn sparen? Bei den erneut unterveranschlagten Personalkosten? Was Sie tun, ist intransparent und unredlich. Wir sollen im Parlament Ihren Schluderhaushalt abnicken, und anschließend entscheidet allein die Exekutive darüber, wie die Minderausgabe erbracht wird und wie die Mittel dann tatsächlich ausgegeben werden. Sie führen das Parlament mit diesem Haushalt an der Nase herum, denn Sie präsentieren Zahlen, die dem Haushaltsvollzug tatsächlich nie entsprechen können. Wir werden also in den kommenden Wochen Ausgabetitel diskutieren, wenn schon jetzt klar ist, dass diese Ausgaben so gar nicht stattfinden können. An der Verfassungsmäßigkeit des Bundeshaushaltes haben aber nicht nur wir Zweifel, sondern auch der Bundesrechnungshof und mehrere Gutachten, die vorliegen. Ich komme noch mal zu einem anderen Punkt. Wir sprechen ja über das Justizministerium. Sie und Ihr Haus, Herr Minister, sind im Gesetzgebungsverfahren für die Rechtsförmlichkeitsprüfung zuständig. Sie prüfen also normalerweise, ob ein Gesetzesvorschlag gegen bestehendes Recht verstößt oder sich widerspricht. Ihr Haus ist dabei auch für die Prüfung der Verfassungskonformität im Gesetzen des Bundes zuständig. Interessant ist aber, dass Sie ausgerechnet nach dem Debakel im letzten Jahr den neuen Bundeshaushalt nicht oder nicht ausreichend geprüft haben. Das hat das Finanzministerium selbst für seinen eigenen Entwurf getan und nicht Ihr Haus. Die Rechtsförmlichkeitsprüfung alleine dem offensichtlich nicht selbstkritischen BMF zu überlassen, ist ein großer Fehler. Sie hätten dazu beitragen können, diesen Bundeshaushalt auf rechtlich sichere Füße zu stellen. Damit hätten Sie nicht nur Ihrer Koalition, sondern auch den Staatsfinanzen und dem Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat einen wichtigen Dienst erwiesen. Das haben Sie aber nicht getan und sich zum Haushalt bedeckt gehalten. Was Sie versäumt haben, holen wir jetzt nach und werden die Verfassungsmäßigkeit dieses Lückenhaushalts prüfen lassen. Wer uns dafür kritisiert, hat die Funktion des Parlamentarismus nicht verstanden. Wir als Parlamentarier sind allesamt dafür zuständig, die Regierung zu kontrollieren und ihr Handeln zu prüfen. Das Budgetrecht liegt bei uns und nicht bei der Bundesregierung. Und mitnichten ist es unsere Aufgabe, einfach nur die Regierung unkritisch zu begleiten und gegen jeden Vorwurf zu verteidigen. Die Koalition täte gut daran, nicht öffentlich darüber nachzudenken, wie die Verfassung ausgetrickst werden kann, sondern wie sie eingehalten und geschützt wird, auch vor der eigenen Regierung. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Franziska Hoppermann aus der Unionsfraktion, die letzte Rednerin in der ersten Beratung des Etats für das Bundesjustizministerium und auch für das Bundesverfassungsgericht und